Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen des Wirtschaftsbeirats Bayern zu der heutigen Abendveranstaltung zu den rechtlichen Grenzen der Klimapolitik begrüßen. Ich muss mit einer Enttäuschung beginnen, denn Sie hatten gehofft, dass hier Hans-Werner Sinn steht. Der ist aber leider kurzfristig verhindert und ich soll ihn entschuldigen und Sie herzlich grüßen. Und so müssen Sie jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Mein Name ist Gregor Kirchhoff. Ich bin Professor für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht an der Universität Augsburg. Und ich bin im Vorstand des Wirtschaftsbeirats. Und so ist der Kontakt zu dieser Veranstaltung auch zu Werner Sinn entstanden. Und deshalb vertrete ich ihn heute. Aber unser Referent ist da. Ich darf ganz herzlich den ehemaligen Bundesverfassungsrichter, Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio, begrüßen. Wir kennen uns sehr gut, weil ich das große Vergnügen hatte, sowohl als Rechtsreferendar, dann als Doktorand und als Habilitant bei Udo Di Fabio zu arbeiten. Also wenn einer die Chance hat, das zu tun, kann ich das nur sehr empfehlen. Ich glaube aber, dass diese Empfehlung in diesem Raum eher nicht auf Resonanz, positive Resonanz stoßen wird. Ich freue mich, weil ich dich so gut kenne, dich gleich vorstellen zu dürfen, aber davor möchte ich kurz in das Thema einführen. Eigentlich hätte hier ein Ökonom stehen sollen und Sie haben jetzt die missliche Situation, dass zwei Juristen zu den rechtlichen Grenzen der Klimapolitik sprechen. Und dann dachte ich mir, man könnte auch sagen, das liegt nahe, aber dann dachte ich mir, ich drehe das Thema ein bisschen um und frage nach den Grenzen des Rechts im Bereich der Klimapolitik und möchte einleitend drei dieser Grenzen darstellen. Sie alle wissen, das ist ein ambitioniertes Ziel, das aber weit konsentiert ist, dass die Europäische Union bis zum Jahr 2050 treibhausgasneutral werden will. Und Deutschland hat das noch ein bisschen unterboten und sagt, wir erreichen dieses Ziel schon im Jahre 2045. Und wie man dieses Ziel nun erreicht, darüber werden wir heute Abend diskutieren, und zwar aus einer juristischen Perspektive. Aber die erste meiner drei rechtlichen Grenzen nimmt einen Teil der Wirklichkeit auf. Denn auch das wissen Sie alle, Deutschland ist nur für 2% der Treibhausgase verantwortlich und die Europäische Union nur für 9%. Das heißt, wenn man eine Strategie, eine juristische und eine politische Strategie im Kampf gegen den Klimawandel entwickelt, dann ist erstmal klar, wir brauchen eine internationale Kooperation. Ohne die wird es nicht erfolgreich sein. Und wenn wir dann nach Europa schauen und nach Deutschland, dann müssen wir in erster Linie Instrumentarien entwickeln und auf die setzen, die eine Chance haben, auch von anderen Ländern übernommen zu werden. Das ist genau der gleiche Realbefund, der das nahelegt. Und was machen wir? Wir setzen vor allem in dieser Perspektive auf den Emissionshandel, weiten den in Europa aus und versuchen, andere Staaten dazu zu überreden. Und wir hoffen auf Technologie, dass wir Technologien entwickeln, die den Kampf gegen den Klimawandel beschleunigen und die dann weltweit reüssieren. Diese beiden deshalb zentralen Säulen werden aber gegenwärtig durch verschiedene rechtliche und politische Maßnahmen konterkariert. Und das wird wahrscheinlich ein Thema sein, über das wir gleich diskutieren werden. Die zweite Grenze ist eher eine Voraussetzung des Rechts, nämlich die genaue und verlässliche Analyse der Wirklichkeit. Lassen Sie mich das am Verbrennerverbot kurz skizzieren. Das Verbot, Verbrenner in einigen Jahren nicht mehr produzieren zu dürfen, greift in die Grundfreiheiten des EU-Vertrages und in die Grundrechte ein. Und die juristische Prüfung fragt dann, sind das geeignete Eingriffe, sind das erforderliche Eingriffe und sind sie insgesamt gerechtfertigt? Und schon bei der Frage der Geeignetheit, also ob es ein taugliches Mittel ist, oder bei der Frage, gibt es ein grundrechtsschonenderes Mittel, das das Ziel in gleicher Weise erreicht, da kommen die Juristen eigentlich schnell an die Grenzen ihres Fachs. Denn wir brauchen eine Realanalyse. Was ist tauglich, was ist erforderlich? Und ob nun das Verbrennerverbot insgesamt dem Klimaschutz dient, da gibt es auch eine Diskussion, die wir wahrscheinlich noch ausführlicher führen müssen. Also zunächst mal, wenn man in die Stadt guckt wie München, liegt es auf der Hand, wenn da keine Verbrenner mehr fahren, dann ist die Luft besser, weniger Lärm. Da denkt man, das ist die Maßnahme für den Klimaschutz. Aber dann gibt es Analysen, die ich hier nur zitiere, ich weiß nicht, ob sie richtig sind, die sagen, dass so ein E-Auto in der Gesamtproduktion gar nicht so eine gute Klimabilanz hat wie ein moderner Diesel.
Und wenn Sie wissen, dass wir den Strom für die Autos und die Ladeinfrastruktur aufbauen müssen, und wenn wir dann darüber nachdenken, dass das in Gesamteuropa geschehen muss, also auch in Sizilien, in Portugal, in Griechenland, und wenn wir jetzt die gerade schon begonnene weltweite Perspektive einnehmen, mit Afrika, mit anderen Kontinenten, dann kann man schon fragen, ob in der Gesamtbilanz dieses Verbrennerverbot wirklich dem Klimaschutz dient und ob es deshalb europarechtskonform und verfassungskonform ist. Aber auch hier brauchen wir verlässliche Realanalysen. Und ich glaube, dass wenn wir da jetzt breite und bessere Studien hätten, dann würden auch solche Maßnahmen entweder gekippt oder auf eine stärkere Akzeptanz stoßen. Ein weiteres Beispiel zeichnet der Ukraine-Krieg. Wir hatten eine Naivität mit Blick auf die Energieversorgung, die mit dem Klimaschutz zusammenhängt in Deutschland. Das kann man im Nachhinein immer sagen, im Nachhinein ist man schlauer. Denn auch die Erzählung, dass auch in Krisenzeiten Russland Gas liefern wird, war ja kraftvoll und verständlich. Aber wir drohen jetzt in eine weitere Naivität zu schlittern. Denn die Frage ist nicht, ob wir an diesen Zielen festhalten, der Klimaneutralität oder der Treibhausgasneutralität. Aber die Frage ist, was sind die Folgen? Und da sagen manche Ökonomen, dass die Folgen der gegenwärtigen Politik zu einer Deindustrialisierung führen werden und deshalb zu starken sozialen und politischen Friktionen. Auch das weiß ich nicht. Das ist wieder der Realbefund. Aber ich glaube, dass wir hier noch stärker recherchieren müssen. Und damit bin ich bei meiner dritten Grenze des Rechts, die sich eigentlich ganz konkret auf das Europarecht bezieht, das mit Blick auf die Klimaneutralität ganz entscheidend ist. Da geht es um den Green Deal und da gibt es um Gesetzespakete, die so schön heißen wie Fit for 55. Doch die Frage ist, ob diese gesetzliche Regulierung, die Ziele vorgibt, die konkrete Maßnahmen vorgibt, die auch die Finanzen mitbringt, wir haben hohe Schulden aufgenommen, es gibt eine Taxonomie, ob die wirklich so zielführend ist oder ob da die Grenzen dessen, was rechtlich regulierbar ist, nicht zeitnah erreicht werden. Ich möchte bei diesem letzten Punkt ein bisschen ausholen. Die europäische Integration hat wahrscheinlich zu den größten Errungenschaften im juristischen Bereich des letzten Jahrhunderts geführt. Es ging erstmal politisch um die zentrale Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg und dann um den Frieden, den wir bis heute sichern. Und dann wurden, und das ist die juristische Errungenschaft, Freiheiten garantiert, die kein Nationalstaat sichern kann. Es geht um den Binnenmarkt mit den Grundfreiheiten, es geht um den Schengen-Raum. Und es geht um den Euroraum. Und ganz in diesem freiheitlichen Sinne haben sich die Staats- und Regierungschefs im Jahre 2000 die sogenannte Lissabon-Strategie gegeben. Und wenn wir heute diese Ziele aus dem Jahre 2000 uns vergegenwärtigen, dann kann einen der Atem stocken. Europa wollte der dynamischste Wirtschaftsraum der Welt werden. Ja, 2000 wurde das gesagt. Wir wollten unter Überschrift E-Europe Vorreiter der Digitalisierung sein. Bemerkenswert ist auch, dass diagnostiziert wurde, dass uns der Finanzmarkt Probleme bereiten wird und dass wir deshalb den Finanzmarkt transparenter regulieren müssen und das 7 Jahre vor der Finanzkrise. Und schließlich wurde gesagt, dass auch die öffentlichen Haushalte Schwierigkeiten bereiten wollen. Wir waren ungefähr 10 Jahre vor der öffentlichen Schuldenkrise. Und deshalb sollten die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden. Und schließlich die beiden letzten Ziele. Es ging um eine Verteidigungsgemeinschaft und Achtung, um eine bessere Partnerschaft mit Russland. Und wenn wir uns heute diese Ziele vergegenwärtigen, dann sind wir erstaunt, wie weitsichtig die Probleme der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts beschrieben wurden. Und wir sind enttäuscht, wie wenig wir erreicht haben. Ein Grund, warum wir so wenig erreicht haben, könnte sein, dass die Europäische Union seit diesen Jahren weniger wie früher auf Instrumente und Strukturen der Freiheit setzt, sondern dass es hier immer mehr um genaue Regulierung, um zielgenaue Regulierung geht. Es könnte sein, dass wir uns in den letzten Jahren und nunmehr die Luft nehmen, um etwas zu erreichen, auch um im Klimawandel voranzukommen, dadurch, dass wir zu hohe Schulden aufbauen, dass wir zu viel Bürokratie errichten und dass das Europarecht insgesamt in Detailvorgaben zu viele zielgenaue Perspektiven setzt. Wer meint, die Klimaneutralität durch Recht aus Brüssel erreichen zu können, der verkennt die Grenzen des Rechts und der verkennt auch die Eigenart der Europäischen Union.
Die Europäische Union hat drei Kraftquellen. Es geht hier um die europäischen Organe, um die Mitgliedstaaten und um die Menschen. Die Pandemie hat gezeigt, dass man rechtlich einiges erreichen kann, dass aber vor allem eine kraftvolle Macht entsteht, wenn sich die Menschen für etwas einsetzen. Aber stellen wir uns vor, die Menschen und Unternehmen würden sich entschlossen, was sie gerade tun, für den Klimawandel ein, gegen den Klimawandel vorgehen, dann entsteht eine Kraft, die kein Gesetz vorgeben kann. In der Pandemie war es nicht die finanzstarke Planwirtschaft Chinas, die den entscheidenden Schritt getätigt hat, auch nicht die Vereinigten Staaten, auch nicht Russland oder Indien und auch nicht die Europäische Union, sondern es war der Forschergeist weniger, die uns den Impfstoff und damit den Weg in die Freiheit beschert haben. Und ich glaube, wir sollten auch im Kampf, im entscheidenden Kampf gegen den Klimawandel, die wichtigste Kraftquelle der Europäischen Union ernster nehmen. Und das sind die Menschen und das ist die Freiheit. Oder, um es mit einem Buchtitel von Udo Di Fabio zu sagen, es geht um eine neue Kultur der Freiheit. Und damit habe ich jetzt das Vergnügen, unseren Referenten vorzustellen. Ich sage es nochmal, es ist der ehemalige Bundesverfassungsrichter Professor Dr. Dr. Udo Di Fabio. Er ist 1954 in Walsum geboren, lebt in Bonn, ist verheiratet, hat 4 Kinder und eines seiner Kinder ist da, das ist Hendrik Di Fabio. Also lieber Udo, wir freuen uns, dass du da bist. Du hast als Kommunalverwaltungsbeamter in Dienstlaken deine steile Karriere begonnen. Und dann im zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht, dann Rechtswissenschaften in Bonn studiert und dann 2 Promotionen vorgelegt, eine sozialwissenschaftliche, eine juristische und dann habilitiert und dann ging es zu Professuren und Lehrstühlen in Münster, nach Trier, in München und schließlich wieder nach Bonn. In sehr jungen Jahren bist du zum Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt worden und warst prägend in zahlreichen Leitentscheidungen. 3 Leitentscheidungen möchte ich nur nennen. Das ist die sogenannte Görgelü-Entscheidung. Das magst du jetzt wundern, dass ich die rauspicke. Aber hier ging es um die Verbindung der EMRK zum deutschen Recht. Und da wurde zahlreiche Flächen des dogmatischen Neulands betreten. Dann warst du Berichterstatter bei der Lissabon-Entscheidung, einer Grundlagenentscheidung zu der europäischen Integration und schließlich auch zum Euro-Rettungsschirm. Zahlreiche Auszeichnungen hast du bekommen, ich möchte nur 2 nennen. Das ist der Schleierpreis und der Preis der Von-Hayek-Stiftung. Und wenn man jetzt die Fülle an Literatur, die Udo Di Fabio geschrieben hat, anschaut, dann ist man tief beeindruckt. Auch weil er einer der wenigen Professoren ist, die sich immer wieder hinsetzen und Monographien schreiben. Also alle 2-3 Jahre kommt eine eigene Monographie. Und ich möchte von diesen Monographien nur 2 hervorheben, obwohl es ganz viele sind. Das ist einerseits die Habilitationsschrift, weil das Thema wieder hochaktuell ist. Risikoentscheidungen im Rechtsstaat. Damals dargestellt am Beispiel des Arzneimittelrechts. Und, das ist mein Lieblingsbuch von dir, die schon eben zitierte Kultur der Freiheit. 2005, ich habe vor 2 Wochen auf einer Tagung mit dem Lektor gesprochen. Und da ging es kurz darum, ob sich denn populäre Sachbücher von Rechtswissenschaftlern überhaupt verkaufen. Und er sagte sofort, die Kultur der Freiheit verkauft sich heute noch exzellent. Und das nach knapp 20 Jahren. Also es ist ganz bemerkenswert, ich kann das Buch empfehlen. Jetzt werde ich noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Was macht es aus, an deinem Lehrstuhl zu arbeiten? Das ist eigentlich ganz einfach. Es sind lange, leidenschaftliche Diskussionen über jedes Thema, das auf den Tisch kommt. Und diese Diskussionen sind geprägt von Humor und auch von einer gewissen Lust am Gegenargument, sodass man weiterkommt. In den Worten eines Kollegen nach einer Veranstaltung, er meinte, wenn man Udo Di Fabio hört, dann weiß man, warum man Wissenschaft betreibt. Und das letzte aus dem Nähkästchen oder aus dem Büro, wenn man in dein Büro kommt, dann sieht man 4 Persönlichkeiten an der Wand hängen. Und es ist ja interessant, was so ein herausragender Wissenschaftler wie Udo Di Fabio für Menschen auswählt, die in seinem Büro hängen. Das ist zunächst mal Friedrich Ebert, der zu früh verstorbene Reichspräsident der Weimarer Zeit, der für Ausgleich und für Freiheit stand und der vielleicht, wenn er nicht so früh verstorben wäre, die Geschichte verändert hätte. Der zweite ist Georg Elser, ein Schreiner und Widerstandskämpfer in Nazi-Deutschland. Und auch er hätte vielleicht
die Geschichte verändert. Dann der Soziologe Niklas Luhmann. Vielleicht ist es der Wissenschaftler, der dich am meisten inspiriert hat. Mein Lieblingssatz von Luhmann ist dieser, auch wenn er etwas profan ist. Wenn man etwas sagt, dann sagt man das Gegenteil immer mit. Und schließlich ist es Ludwig Erhard, der, das wissen Sie alle, für die soziale Marktwirtschaft stand und für den Wohlstand für alle. Wahrscheinlich müssen wir uns auf diese beiden Grundlagen unseres Gemeinwesens, die soziale Marktwirtschaft und den Wohlstand für alle, stärker konzentrieren, wenn der Kampf gegen den Klimawandel gelingen soll. Ich danke für die Aufmerksamkeit, aber freue mich vor allem jetzt auf den Vortrag von Udo Di Fabio. Ja, vielen Dank hier, Gregor Kirchhoff, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Titel meines Vortrags, der ist selbstverständlich nicht von mir gewählt, sondern von Hans-Werner Sinn. Denn die rechtlichen Schranken der Klimapolitik, das ist in den Ohren von Juristen geradezu eine Provokation. Denn Juristen zitieren den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021. Und da ist nicht von den Grenzen des Klimaschutzes, der Klimapolitik die Reden von Schranken, sondern das Gegenteil ist Tenor dieser Entscheidung, nämlich die Pflicht der Politik, möglichst rasch zur Klimaneutralität zu kommen. Das Bundesverfassungsgericht sagt in dieser Entscheidung, dass es zwei verfassungsrechtliche Ankerpunkte gibt für die Verpflichtung der Politik, möglichst zügig zur Klimaneutralität zu gelangen, nämlich der Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit, einem Grundrecht, Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes, der es gebietet, den Menschen vor Umweltbelastungen staatlicherseits zu schützen. Und dazu würde auch eine Schutzpflicht des Staates zählen, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen. Und zwar sei das eine objektiv-rechtliche Schutzverpflichtung auch in Bezug auf künftige Generationen. Und da klingt das Staatsziel in Artikel 20a des Grundgesetzes an. Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Und meine Damen und Herren, also nicht Schranken stehen am Anfang, wenn man hier als Verfassungsjurist berichtet, sondern das Gebot, eine möglichst entschiedene Klimapolitik zu betreiben. Das ist die Aussage einer bereits als historisch, als epochal apostrophierten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021, mitten in der Corona-Pandemie. Und ohne mündliche Verhandlungen ist dieser Klimabeschluss, wegen der Corona-Pandemie, ohne mündliche Verhandlungen ist dieser Klimabeschluss ergangen, sofort ins Englische und ins Spanische am selben Tag der Verkündung übersetzt worden, um damit auch international ein Signal zu setzen. Und meine Damen und Herren, es ist inzwischen so, Gregor Kirchhoff hat das gerade geschildert, dass wir in einer ganzen Regulierungskaskade uns befinden. Wir kennen alle das Pariser Klimaschutzabkommen aus dem Jahr 2015, als sich fast alle Staaten, also 193 Staaten und die EU, sich, also im Grunde genommen alle Staaten, verpflichtet haben, ich glaube Nordkorea oder so war nicht dabei, verpflichtet haben, das 1,5-Grad-Ziel oder maximal das 2-Grad-Ziel für dieses Jahrhundert zu wahren, also dass der Planet sich, dass das Klima sich nicht oberhalb, möglichst nicht oberhalb von 1,5 Grad erwärmt und jedenfalls nicht über 2 Grad erwärmt. So ist die Leitlinie. Und die Europäische Union sieht sich als supranationaler Staatenverbund in der Pflicht, für die Mitgliedstaaten dieses rechtlich unverbindliche Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens
verbindlich zu machen. Und das bereits angesprochene Programm Fit for 55, also 55% CO2-Emissionen vom Level 1990 ausgesehen, bis 2030 zu erreichen und bis 2050 dann im Grunde genommen 100% zu erreichen, nämlich klimaneutral zu werden. Das sind Ziele, die die Kommission vorgegeben hat und inzwischen in einem ganzen Maßnahmenpaket, deshalb Kaskade, kommt ein Rechtsakt nach dem anderen, wird entweder vorgeschlagen oder ist zum Teil schon verabschiedet. Dazu gehört das Verbrennerverbot für private Pkw, aber auch das jetzt vom Europäischen Rat gerade soeben zugestimmte Kommissionsvorschlag, auch für Lkw und Busse, CO2-Werte vorzugeben, die letztlich zur Elektrifizierung führen müssen, weil man 90% CO2 nicht wird mit Verbrennungsmotoren, also Reduktion, 90% Reduktion mit Verbrennungsmotoren nicht wird erreichen können. Das heißt, wir haben hier eine umfangreiche Gesetzgebung auf europäischer Ebene, die die Mitgliedstaaten verpflichtet, die teilweise von Mitgliedstaaten wie Deutschland auch angefeuert wird. Also es ist nicht so, dass da was über uns hineinbricht, sondern das wird gerade von Deutschland, wird das aktiv, proaktiv, wie man so neudeutsch sagt, in Brüssel getriggert. Und wir haben inzwischen ein Dreigestirn an Maßnahmen, die dieses Ziel der Klimaneutralität verwirklichen sollen. Und dieses Dreigestirn ist das Emissionshandelssystem, das sektoral besteht, also in bestimmten Sektoren, Elektrizitätserzeugung, oder jetzt auch ausgedehnt wird auf Gebäudeheizungen, auf Straßenverkehr, auf Mobilitätssektoren. Und das hier mit einem Zertifikatehandel versucht, eine ökonomisch, ich würde mal sagen, elastische Lösung zu wählen, wobei die Elastizität nur für den Übergangszeitraum logischerweise funktionieren kann, denn das Ziel ist ja null. Also die Zertifikate werden verknappt, verteuern sich dadurch und irgendwann sind sie aber gar nicht mehr da. Und das bedeutet, dass der Zertifikatehandel ist nur ein elastischer Weg zum Totalausstieg aus der CO2-Emission. Das ist der eine Weg, der Emissionshandel, der häufig in den europäischen Öffentlichkeiten gar nicht so präsent ist, weil in den ersten Jahren des Emissionshandels die Zertifikate noch gar nicht knapp waren und gar nicht auf den Preis niedergeschlagen sind und noch gar nicht hinreichend verknappt worden sind, weil zum Teil auch die industrielle Basis eher geringer geworden ist. Wir haben einen Einbruch durch die Corona-Pandemie gehabt. Also das heißt, das ist noch gar nicht richtig wirksam geworden. Wird aber wirksam und wird im Preis vor allen Dingen wirksam. Man hätte beispielsweise bei der Heizdebatte in Deutschland vielleicht mal darauf hinweisen können, dass man eigentlich gar keine Vorgaben braucht für die Heizkörper, wenn man den Bürgern erklären würde, dass durch den Emissionshandel und nicht durch internationale Bewegungen an den Energiemärkten, allein durch die Verknappung des Zertifikatehandels, die Heizkosten für fossile Energien, für Öl und Gas oder gar für Kohle, in solche Höhen gehen, dass kein privater Häuslebesitzer noch irgendeinen Spaß daran haben wird. Weil ja auch hier am Ende die Nulloption steht. Das heißt, wer sich jetzt noch eine neue fossile Heizung einbaut, der muss eben wissen, dass er mit unglaublich teuren Energien wird sie betreiben. Und ob er das noch auf 20 Jahre kann, das ist beim Emissionshandelssystem eigentlich mit Nein zu beantworten. Das ist der eine Weg, das Emissionshandelssystem. Der zweite Weg ist Ordnungsrecht, wie wir das sagen. Wie das auch Ökonomen ja gerne sagen. Das Ordnungsrecht, das für 2035 den Verkauf von Verbrennern für private Pkw in Europa verbietet.
Das, oder jetzt nach dem Kommissionsvorschlag entsprechende CO2-Vorgaben für Lkw und Busse vorschreibt. Das sind ordnungsrechtliche Vorgaben. Auch das berühmt-berüchtigte Heizungsgesetz, hat ja versucht oder versucht immer noch vorzuschreiben, welche Heizkörper eingebaut werden. Das ist typisch für Ordnungsrecht. Denn Ordnungsrecht heißt nichts anderes als Gebote oder Verbote. Manchmal auch Gebote und Verbote in einem Gesetz. Ordnungsrecht hat verfassungsrechtlich immer den Vorteil, dass das bestimmte Gebote sind, also man weiß, woran man sich zu halten hat. Und wenn es gut gemacht wird, muss Ordnungsrecht nicht immer das Schlechteste sein, vor allen Dingen rechtsstaatlich, verfassungsrechtlich gesehen. Dieses Testat kann man für die dritte Regulationsstrategie nicht ohne weiteres aussprechen. Das ist eine Implementierungsstrategie, die sich hinter dem Kürzel ESG oder Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, muss man erst lernen, fehlerfrei auszusprechen, verbirgt. Die ESG-Strategie, die ökologische, soziale und Governance-Gesichtspunkte beinhaltet, zielt darauf, dass nach und nach, von großen Unternehmen angefangen, bis nach unten durchgereicht, zu kleinen Unternehmen, eine Umwandlung des Unternehmenszwecks, neudeutsch auf den entsprechenden Konferenzen ist immer vom Purpose die Rede, dass der Unternehmenszweck an die Ziele der Klimaneutralität, der Nachhaltigkeit insgesamt, natürlich auch sozialer Schutzstandards und einer transparenten, verantwortlichen Unternehmensführung gebunden wird. Was da inzwischen in den Unternehmen, vor allen Dingen in großen Unternehmen geschieht, ist gewaltig. Auch gewaltig teuer, aber es findet hier eine Umwälzung statt, die politisch intendiert ist und die etwa im Finanzsektor durch die EU-Taxonomie auch dort ihren Ausdruck gefunden hat, dass bestimmte Kapitalanlagen, wenn sie nicht grün sind, eigentlich nicht mehr zulässig sind oder prohibitiv erfasst werden. Das heißt, es findet insgesamt auch durch solche Implementationsstrategien eine massive Lenkung des Wirtschaftsgeschehens statt. Und Sie haben mich ja jetzt nicht hier hingestellt, um Ihnen nur zu erzählen, wie furchtbar alles ist und was da alles auf Wirtschaft und Gesellschaft zukommt, sondern Sie fragen ja nach den Schranken. Zuerst einmal aber ist es mir trotzdem wichtig zu sehen, dass das Recht in diese Richtung zwingt, wenn man das Staatsziel der natürlichen Lebensgrundlagen und die Schutzpflichtverantwortung des Staates so versteht und auch die internationale Positionierung der Europäischen Union im Hinblick auf das Pariser Klimaschutzabkommen so ernst nimmt, so selbstverpflichtend ernst nimmt, wie das die Europäische Union bislang tut. Schranken. Gregor Kirchhoff hat gerade schon angesprochen, was eine Schranke ist, die Juristen, Verfassungsjuristen immer mit sich führen, wie ein Bauarbeiter seinen Zollstock oder entsprechende elektronische Geräte. Das ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Mit dem werden wir eines jeden Themas gerecht. Und der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird aber hier regelmäßig kaum angelegt an diese Klimaschutzmaßnahmen. Das ist eine Auffälligkeit. Wir sind gerade in einer enthusiastischen Bewegung unterwegs, wo dieses Thema, das Sie mir gestellt haben, das Hans-Werner Sinn mir gestellt hat, wie gesagt, als Provokation wirkt. Wie kann es rechtliche Schranken geben, wenn wir das Weltklima retten? Der Zweck muss doch die Mittel heiligen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss auch hier gelten, weil er immer gilt. Die Grundrechte waren weder in der Corona-Pandemie außer Kraft gesetzt, wie manche behauptet haben, noch wären sie angesichts der Herausforderung Klimaschutz außer Kraft gesetzt. Sie wirken. Wir haben Grundrechte auf europäischer Ebene in der Europäischen Grundrechtecharta, sie seit 2009 durch den Lissabon-Vertrag geltendes quasi Verfassungsrecht auf europäischer Ebene ist. Wir haben natürlich die deutschen Grundrechte, wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention. Alle diese Grundrechte gilt es zu beachten und sie gebieten staatliche Maßnahmen
nur als Grundrechtseingriffe mit einer entsprechenden Rechtfertigung zu versehen, aber dann müssen die Maßnahmen auch geeignet und im Hinblick auf schonendere Maßnahmen auch erforderlich sein. Es darf also keine schonenderen Maßnahmen geben. Und dann sollten sie nicht unproportional sein, also nicht zu stark den Einzelnen belasten im Verhältnis zum Schutzziel. Meine Damen und Herren, hier ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus nicht nur wegen der empirischen, also aus dem Sachverhalt, aus der Sache selbst resultierenden Umständen schwer anzulegen, sondern wir haben es auch mit einem Ziel zu tun, das ja im Gewicht kaum zu übertreffen ist. Wenn man davon ausgeht, dass der Klimawandel, wenn er das 2-Grad-Ziel übersteigt, wenn also die Klimaerwärmung das 2-Grad-Ziel global übersteigt, zu katastrophalen und unumkehrbaren Wirkungen führt, insofern das Klima aus den Fugen gerät, aus dem Gleichgewicht gerät und niemand mehr voraussagen kann, was dann geschieht, außer dass man voraussagen kann, dass das für die meisten bewohnten Gebiete zu katastrophischen Veränderungen führen wird, dann hat man auf der einen Seite der Abwägung natürlich einen gewaltigen Belang. Es geht eigentlich um die Rettung der Welt, das kann man kaum toppen. Und dann kommen wir und sagen, also die Heizkraft-Wärme-Kopplung oder sowas, das wäre aber zu teuer. Und dann merkt man schon, wie die Verhältnismäßigkeitsabwägung, wie die so, wenn ich das so profan mache, wie die ausgeht. Aber so einfach ist es in Wirklichkeit nicht. Denn wenn sich die Europäische Union entscheidet, ein Emissionshandelssystem einzuführen und dieses Instrument zu wählen, dann taucht sofort die Frage auf, ist das nicht ein schonenderes Mittel im Vergleich zu einer ordnungspolitischen Anordnung? Oder, wenn man die soziale Wirkung des Emissionshandelssystems betrachtet, dass Preise getrieben werden nach oben, bevor die Nulloption sich durchsetzt, ist das vielleicht eine weniger schonende Maßnahme als eine ordnungspolitische Vorgabe? Also, das ist nicht entschieden. Diese Diskussion, die muss man führen. Was man beobachten kann, ist, beim Emissionshandelssystem sollen in Zukunft, so der aktuelle Stand der Kommissionsvorschläge, die Erträge, die durch den Verkauf der Zertifikate, die ja den Staatskassen zufließen, diese Erträge sollen nicht, wie bislang vorgeschrieben, zu 50% zweckgebunden wieder zurückgegeben werden, sondern zu 100%. Weil man erkennt, dass die soziale Belastung, die mit einer Preissteigerung einhergeht, dass die irgendwie abgefedert werden muss. Ein sozialer Klimafonds wird auf europäischer Ebene eingerichtet. In Deutschland sprechen wir vom Klimageld. Was dahinter steht, ist im Grunde genommen eine Bewegung hin zu einer gelenkten Marktwirtschaft. Und das anders ist ja auch ein solches Ziel auf den ersten Blick gar nicht zu erreichen. Wenn man solche Zielvorgaben bis 2045, bis 2050 klimaneutral erreichen will, dann muss man gewaltige Hebel ansetzen und sich einfach darauf zu verlassen, dass die Menschen alle klimabewusster werden und dass sie jetzt nicht mehr mit dem Flieger in Urlaub fahren oder keine Kreuzfahrten mehr unternehmen. Ich glaube, da sollte man vielleicht nicht drauf warten. Dahinter steht aber eine konzeptionelle Frage einer freiheitlichen Gesellschaft. Denn das Grundgesetz, unsere grundgesetzliche Werteordnung, verfasst ja eine Gesellschaft nach dem Leitbild der freien Entfaltung der Persönlichkeit. Das bedeutet, der Staat, der um der Menschen willen da ist, die sich da frei entfalten, kann er, darf er ihnen überhaupt gesellschaftliche Zielzustände vorgeben? Das ist eine scheinbar philosophische Frage, aber sie hat einen harten verfassungsrechtlichen Kern. Der Traum von der Societas Perfecta ist ein alter Traum, wurde schon in der Antike geträumt und philosophisch zum Ausdruck gebracht.
Platons Philosophenstaat war im Grunde genommen die Verkörperung einer solchen Vorstellung. Am besten regieren gleich die Philosophen, die das Wissen haben. Und ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Ich hätte es da eher mit Aristoteles, würde ich es da eher halten. Aber ich kriege da immer Gänsehaut, weil das ist mit unserer freiheitlichen Verfassungsordnung schwer zu vereinbaren. Und die freiheitliche Verfassungsordnung ist die unübersteigbarste Grenze, die das Grundgesetz formuliert. Denn nur gegen ihre Abschaffung gibt es ein Widerstandsrecht in Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Nicht für bei einem ungenügenden Klimaschutz. Diejenigen, die als Klimakleber immer das Wort Widerstand im Mund führen, missbrauchen einen Begriff. Widerstand hat Georg Elser und Graf Stauffenberg geübt. Das war Widerstand. Und das war der Widerstand, den Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes meint. Solange aber hier bei uns eine rechtsstaatliche Demokratie herrscht, heißt Widerstand dagegen Rechtsbruch. Und das ist ein Widerstand gegen die Demokratie. Und an dieser Stelle muss man mal deutlich sagen, wer hier meint, er könne Verfassungsorgane nötigen, der ist in einem ganz anderen Bereich als derjenige, der seine Meinung kundtut, der protestiert, der den Bundestag aufrütteln will. Das ist eine Essenz der Demokratie. Das ist konstitutiv, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, für die Meinungsfreiheit, für die Versammlungsfreiheit, für eine lebendige Demokratie. Aber den Willen aufzwingen aus einer Minderheitsposition heraus, das ist nicht demokratisch. Und wer das mit Widerstandsvokabeln verbindet, der delegitimiert unsere Verfassungsordnung. Und das sollte man wenigstens so weit sagen, als dass man die Kirche im Dorf lässt, auch wenn man sich ganz legitim und ganz berechtigt Sorgen wegen der globalen Klimaerwärmung macht. Aber Grenze, eine Schranke eines jeden Klimaschutzes liegt auch in unserer gewaltenteiligen Ordnung. Das Bundesverfassungsgericht hat mit dem Klimaschutzbeschluss gesagt, dass die Aufgabe, Klimaschutzziele zu formulieren und dann auch mit geeigneten Maßnahmen durchzusetzen, eine Aufgabe des Gesetzgebers ist. Ja, natürlich. Aber inzwischen haben die Klimaaktivisten die Zivilgerichte in Anspruch genommen, weil sie die Unternehmen zwingen wollen, schon vorher aus dem Verbrenner etwa auszusteigen. Ich habe dafür ein nicht unbekanntes Automobilunternehmen kürzlich gegutachtet, um eigentlich eine für einen Verfassungsjuristen Selbstverständlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Nämlich die Selbstverständlichkeit, dass der Gesetzgeber darüber entscheidet, ob es ein Verbrennerverbot gibt und wann es ein solches gibt. Hier wird zivilrechtlich versucht, von Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe, wird versucht, die Unternehmen dazu zu zwingen, schon 2030 und weltweit keinen Verbrenner mehr zu verkaufen. Sie begründen das damit mit zivilrechtlichen Normen. Die Juristen unter uns, die wissen, was ich meine, wenn ich sage 1004.823 BGB. Sie sagen, das ist sozusagen die Pflicht, nicht Rechtsgüter anderer zu schädigen. Und diese Schädigung findet ja statt, wenn aus dem Auspuff eines Pkw CO2 entweicht. Es gibt tatsächlich einen Beweisbeschluss des Oberlandesgerichts Hamm, das auf die Klage eines peruanischen Andenbauers Beweisaufnahme in Peru angeordnet hat und auch inzwischen durchgeführt hat, ob der Gletscher wirklich schmilzt und das Land des Bauern bedroht. Die Klage ist gegen RWE gerichtet, weil RWE ja in der Vergangenheit ziemlich viel Kraftwerke, waren ja nicht nur Atomkraftwerke, die sie betrieben haben, die fossile Brennstoffe verbrannt haben. Dadurch hätten sie ja mitgewirkt daran, dass das Klima sich erwärmt. Jetzt erwärmt das Klima sich, der Gletscher schmilzt und jetzt kommt das Schmelzwasser und spült das Grundstück des Bauern weg. Ist doch klar, dass RWE das bezahlen muss, oder?
Dass eine solche Logik, ich hätte als Jurist gesagt, diese Klage ist unschlüssig. Das heißt, wenn sie unschlüssig ist, braucht er keine Beweisaufnahme. Aber das Oberlandesgericht Hamm, ein sehr anerkanntes Gericht, jedenfalls ein Senat, hat eine Beweisaufnahme, hält das offensichtlich für schlüssig, dass man die globalen Summationsschäden einzelnen Unternehmen zurechnen kann und sie verantwortlich machen kann für Schäden, die der Klimawandel dann verursacht. Man muss das zu Ende denken, um zu verstehen, wohin wir kämen, wenn wir solche Klagen zulassen. Für mich ist das an der Grenze der Absurdität. Für andere ist das eine neue und begrüßenswerte Form des Judicial Activism. Das ist ja so ein schöner englischer Begriff, Judicial Activism. Es gibt einen älteren Begriff, den ich auch mehr schätze. Das ist der Begriff Judicial Self-Restraint. Eine gebotene richterliche Zurückhaltung in primär politisch zu entscheidenden Fragen. Also wir nennen das dann im deutschen Verfassungsrecht Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers, Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Dann machen wir klar, wir haben keine Maßstäbe im Grundgesetz, um bestimmte Emissionsgrenzwerte exakt festzulegen. Und dann sagen wir, das ist politischer Gestaltungsspielraum. Judicial Self-Restraint. Der Judicial Activism, das bedeutet, die Richter fangen an, nicht nur Rule of Law, sondern Rule of Lawyers zu praktizieren, indem sie auch das, was nicht im Gesetz steht, bereits zur Pflicht machen. So geschehen in den Niederlanden, wo Zivilgerichte Ziele, Emissionsminderungsziele, für die es keine gesetzliche Grundlage gab, trotzdem Unternehmen wie Royal Dutch Shell vorgegeben haben. Das wird natürlich applaudiert, das wird beklatscht. Es ist aber im System der Gewaltenteilung unzulässig. Es überschreitet eine Schranke, die die Verfassungsordnung in ihrer gewaltenteiligen Struktur setzt, letztlich zum Schutz des demokratischen Gesetzgebers. Und meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich das Argument noch einmal vertiefen oder anspitzen. Wenn wir dahin kommen, dass die Parlamente durch das Recht, durch die Gerichte so sehr gefesselt werden, dass sie einer anderen Mehrheit keinen Ausdruck mehr verleihen können, dann entsteht ein Demokratieproblem. Das Korsett, das die Rechtsprechung gezogen hat, dem parlamentarischen Gesetzgeber, ist bereits eng. Der parlamentarische Gesetzgeber zieht sich natürlich auch selbst das Korsett eng, denn das Klimaschutzgesetz und seine Ziele hat nicht Karlsruhe erfunden, sondern der Deutsche Bundestag. Das muss man schon im Auge behalten. Aber Karlsruhe hat das, was der Bundestag da beschlossen hat, zur Verfassungspflicht auch noch gemacht und damit das Korsett mit einem Schloss aus Karlsruhe versehen. Wenn ein neuer Bundestag es sprengen will, hat er ein Problem mit dem Verfassungsrecht. Auf europäischer Ebene ist es nicht anders. Hier bestimmte Systeme, die eingeführt worden sind, wie das Emissionshandelssystem, wieder zu ändern, bedeutet ja einen unglaublich schwierigen Änderungsprozess. Sie brauchen ja dafür einen Kommissionsvorschlag, das ist schon manchmal schwer zu erreichen. Sie brauchen dann die Zustimmung des Rates und des Europaparlaments. Und im Europaparlament herrschen andere Mehrheiten als möglicherweise in den Mitgliedstaaten. Also wir haben hier ein Problem, dass die Demokratie nicht mehr hinreichend responsiv ist, das heißt nicht mehr antworten kann auf das, was die Bürger und Bürgerinnen wollen und was sie mit dem Wahlzettel dann vielleicht auch für eine Politikänderung erreichen wollen. Wenn wir hier solche Zielvorgaben, die irgendwie planwirtschaftlich wirken, festschreiben. Ich habe gestern noch eine öffentliche Diskussion in Bonn geführt, wo jemand das gesagt hat, was man ja immer wieder hört. Ja, die Politik, die guckt ja immer nur auf die nächste Wahl. Sie hat immer nur einen 4- oder 5-Jahres-Turnus.
So kann man doch die größten Probleme der Welt auch gar nicht lösen. Man müsste doch viel längere Zeiträume haben. Und ich habe dem widersprochen und habe gesagt, erstens ist das nicht so. Die Politik hat eine lange Perspektive. Denn die Perspektive bis 2050 ist doch ziemlich lang und reicht keineswegs nur bis zur nächsten Wahl. Und das wird jetzt festgeschrieben. Und das Problem ist für mich eher ein umgekehrtes. Wie kann man denn auf dem Weg dahin das möglicherweise wieder ändern, wenn der Mehrheitswille ein anderer wird? Also ich sehe das gegenteilige Problem. Wir verstetigen nämlich mit Gesetzen, auch mit Behörden, die wir schaffen, mit Systemen, die wir einrichten, regulatorischen Systemen, die wir einrichten, verstetigen wir eine politische Entscheidung, die in der Vergangenheit getroffen worden ist, für eine allzu lange Zukunft. Im Übrigen habe ich gesagt, in den Staaten, die nicht an Wahlen gebunden sind, ob da die Entscheidungen wirklich besser ausfallen. Also wenn Herr Xi hat auf keine Wahl geschielt, als er seine Corona-Maßnahmen beschlossen hat, und Herr Putin, wenn er den Kriegsherr spielt, hat auch nicht so richtig auf Wahlen geguckt. Die Frage ist nur, welche Langzeitperspektive sich da so eigentlich ausbildet und ob das die Langzeitperspektive ist, die die Kritiker der Kurzfristigkeit unserer demokratischen Wahlen beklagen. Deshalb bin ich übrigens auch ein Gegner, die Bundestagsperiode von 4 auf 5 Jahre zu. Das kann man gerne machen, wenn man dafür Plebiszite einführt. Und dann würde die Diskussion, wenn man so einen Konnex herstellt, ganz schnell verstummen. Auf Bundesebene gibt es kein Plebiszit, dafür dürfen wir alle 4 Jahre zur Wahl gehen. Wenn wir jetzt alle 5 Jahre zur Wahl nur noch gehen sollen, warum nicht gleich alle 7 Jahre? Welcher Effekt soll denn dadurch eintreten? Soll da vielleicht ein Effekt eintreten, dass Demokratie nicht mehr so responsiv ist, dass die Wähler nicht mehr einmal getroffene Entscheidungen auch wieder ändern können? Meine Damen und Herren, so funktioniert die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht. Sie braucht den ständigen Kontakt, die politische, die Regierungsverantwortung, die Gesetzgebungsmaschinerie. Sie braucht den ständigen Kontakt zu denjenigen, die wir als souverän in unserem Verfassungssystem betrachten. Und wenn diese Responsivität nicht mehr besteht, dann entstehen Ausweichbewegungen. Dann entstehen gefährliche Radikalisierungen an den Rändern, die mit dem Begriff Populismus fast zu sanft umschrieben sind. Also wir stehen hier vor einer Schranke, die genau darin liegt, dass man gesellschaftliche Zielzustände verbindlich zwingend vorgeben will. Meines Erachtens funktioniert das auch aus anderen verfassungsrechtlichen Gründen nicht. Denn auch das Bundesverfassungsgericht sagt auch im Klimabeschluss, dass natürlich das Klimaschutzziel nicht ein absolutes Verfassungsziel ist. Absolut gilt in der Verfassung nur der Schutz der Menschenwürde. Alles andere ist abwägungsfähig, auch der Schutz des Weltklimas. Das bedeutet, es gibt auch noch andere Staatsziele. Es gibt auch noch andere Schutzpflichten des Staates. Erinnern Sie sich an die Gasmangellage im vergangenen Jahr, als auch ein Minister Habeck die Kohlekraftwerke, die Braunkohlekraftwerke wieder in Betrieb genommen hat, weil wir ja nicht ohne Primärenergie dastehen können und nicht ohne Strom dastehen wollen. Ja, der Staat hat auch eine Schutzpflicht, eine intakte Infrastruktur zu erhalten. Und nicht nur die natürlichen Lebensgrundlagen, er muss beides erhalten. Und wenn man aber sieht, was der Staat von Verfassungswegen alles tun muss, welche Ziele er erhalten muss. Er muss ja nicht nur Gemeinschaftsgrundlagen natürlichen Ursprungs erhalten, sondern er muss ja auch gesellschaftliche Gemeinschaftsgrundlagen. Ein intaktes Gesundheitssystem, das war die Trumpfkarte, ganz zu Recht, wie ich finde, in der Corona-Pandemie. Der Schutz der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems. Ja, aber wenn Corona vorbei ist, dann heißt das nicht, dass das Gesundheitssystem jetzt nicht mehr schützenswert ist. Der Staat muss beispielsweise, das wird ein Finanzexperte wie Gregor Kirchhoff sofort aus vollem Herzen bestätigen, er muss auch die Schuldenregel einhalten. Er muss auch Artikel 115 des Grundgesetzes beachten. Er kann nicht beliebig Geld ausgeben. Diese
diese Vielzahl von Verfassungsgeboten hat einer meiner Vorgänger in Karlsruhe, Konrad Hesse, Freiburger Professor und Verfassungsrichter, mit dem Grundsatz der praktischen Konkordanz formuliert. Klingt gut, meint aber, dass keine Verfassungsnorm alleine sich durchsetzt, sondern immer im systematischen Konzert gesehen werden muss. Und das ist das Problem der Klimapolitik und führt deshalb zu den Grenzen einer systematischen, gesamthaften Verfassungsordnung. Das ist nämlich das Problem. Wir neigen eigentlich dazu, immer eine Klumpenaufmerksamkeit im politischen Raum vorzufinden. Alle 20 Jahre ändert sich diese Aufmerksamkeit. Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man gerade mitten in einer Aufmerksamkeit drin ist. Kann man sich nie vorstellen, dass sich das ändert. Aber denken Sie mal jeweils immer 20 Jahre zurück, worüber wir uns den Kopf zerbrochen haben. Ich will nicht sagen, dass das keine Probleme waren und dass das heute keine Probleme sind. Ich sage nur, eine Gesellschaft, wir können nicht voraussehen, welche Aufmerksamkeit unsere Gesellschaft in 20 Jahren hat. Das können wir nicht voraussehen. Das kann das Klimaschutzthema sein, weil sich der Klimawandel dramatisiert. Das will ich überhaupt nicht ausschließen. Es kann aber auch ein ganz anderes Thema sein. Ich habe mal in einem juristischen Seminar 2019 gesagt, wissen Sie, vieles wird sich anders darstellen, wenn russische Panzer an der Oder stehen. Die jungen Leute sind umgefallen, was das für ein absurdes Argument ist. Nach 2022 ist das Argument nicht mehr ganz so absurd. Meine Damen und Herren, auch das hat Gregor Kirchhoff schon angesprochen. Wir sind in einer grundlegend veränderten Weltlage. Wir sind in einer grundlegend veränderten Weltlage. Das ist nicht nur ein regionaler Krieg in der Ukraine, wie das manche außerhalb Europas gerne sehen wollen. Wir sind inzwischen, während wir die Klimatransformation, die Stoffwechseltransformation vorantreiben, in einer grundlegend transformierten geopolitischen Situation. Die Feinde des Westens rücken uns zu Leibe. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Wir sind alle groß geworden in einer regelbasierten Ordnung. Natürlich, Kalter Krieg, war eine Sonderbedingung. Aber seit 1990 sind wir groß geworden in einer regelbasierten internationalen Ordnung, die von den USA als Gewährleistungsmacht garantiert wurde. Und diese Welt, die ist zumindest under attack. Diese Welt ist heute bedroht. Nicht nur, weil die USA selbst von innen bedroht sind, sondern auch, weil fraglich wird, ob ihre Kraft denn überhaupt noch ausreichen würde angesichts der globalen Konkurrenten. Und solche Länder wie China, der Iran oder Russland, sie meinen es ernst. Sie wollen unsere westliche Kultur zerstören. Man muss es ganz deutlich so sagen. China will nicht harmonisch irgendwo in China bleiben. Sie wollen eine neue Weltordnung. Eine Weltordnung nach ihren Regeln. Und das ist keine Pax Americana mehr. Und die Europäer sind nicht Juniorpartner, sind nicht als Juniorpartner vorgesehen. Es sei denn zu den Regeln, die neue Imperien bestimmen. Wir sind inzwischen international in einer agonalen, kriegerischen Situation. Und meine Damen und Herren, deshalb ist das ein Verfassungsgebot, die Selbstbehauptung unserer freiheitlichen Demokratie und der Grundlagen unserer Freiheit und unseres Wohlstandes zu verteidigen. Das ist auch ein Verfassungsgebot. Und dieses Verfassungsgebot, ich bin sicher, wenn das Bundesverfassungsgericht eine entsprechend formulierte Frage bekommen würde, würde es genauso wie ich bejahen. Und dann würde man eben sehen, dass man praktische Konkordanz herstellen muss, dass man einerseits die Selbstbehauptungsfähigkeit der Europäischen Union stärken muss und andererseits dem Klimawandel entgegenwirken muss. Und zwar, und an dieser Stelle würde, glaube ich, Hans-Werner Sinn mir zustimmen, mit wettbewerbsgerechten Mitteln. Mit Mitteln, die uns technologisch stark machen, die unsere Kosten nicht in immer höhere Höhen treiben und uns damit schwächer machen im internationalen Wettbewerb. Nicht mit einer Politik, die uns so viel Finanzmittel vom Staat abnötigt, dass wir kein Geld mehr etwa für die Verteidigung haben. Deutschland ist ein notorischer Kostgänger der USA. Da kann man erzählen, was man will. Die USA geben über 4% ihres Bruttoinlandsprodukts aus für die Verteidigung.
Und das ist wenig für amerikanische Verhältnisse, es waren auch schon mal 6%. Während Deutschland inzwischen bei 1,3% angekommen ist. Das 100 Milliarden Schuldentopf, also genannt Sondervermögen, will ich jetzt mal außen vor lassen. Aber der reguläre Verteidigungshaushalt steht immer noch bei 1,3% des Bruttoinlandsprodukts. Wir erfüllen unsere NATO-Verpflichtungen nicht notorisch und langanhaltend, genügen wir diesen Verpflichtungen nicht, obwohl wir meinen, wir seien immer die Weltmeister der regelbasierten Ordnung, weil Verteidigung ist ja etwas, was damit gar nichts zu tun hat, nach deutscher Auffassung. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle muss sich unser Denken kategorial ändern, sonst bleibt das Reden von der Zeitenwende nur Gerede. Und das, meine Damen und Herren, führt uns zu einem Resümee, nämlich zu dem Resümee, dass es sich lohnen würde, auch über verfassungsrechtliche Schranken der Klimapolitik nachzudenken. Und sei es nur darum, um wieder einen politischen Gesamtbegriff zu befördern. Deshalb die praktische Konkordanz von Konrad Hesse. Weil auch die Verfassung nicht nur aus Einzelvorschriften besteht, sondern im Kontext, im System gelesen werden muss. Aber der Begriff Polis, der aus der griechischen Antike kommt, der meint das Ganze. Die Polis war noch mehr als nur eine politische Gemeinschaft. Sie war ein ganzer moralischer und kognitiver Horizont. Die Polis stand für das alles, auch wenn es nur die Stadt Athen war. Aber dahinter war ideell noch was ganz anderes. Den Menschen und seine Gemeinschaft insgesamt zu denken. Und meine Damen und Herren, bei aller Neigung zu wechselnden Aufmerksamkeiten müssen wir weg von diesen Klumpenaufmerksamkeiten. Wir brauchen eine ganzheitliche Politik, die müssen wir zurückerobern. Und wir werden durch die äußeren Veränderungen der Welt, da ist die globale Erwärmung eine dieser Veränderungen, aber die militärische Bedrohungslage für westliche Demokratien ist die andere. Und sie ist meines Erachtens die kurzfristig jedenfalls viel entscheidendere. Denn wenn wir uns nicht behaupten, dann wird auch das Weltklima keine Chance haben. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen fulminanten Vortrag. Ihn jetzt in wenigen Sätzen zusammenzufassen, fällt schwer. Vielleicht kann man sagen, dass er gezeigt hat, dass der Klimaschutz ein zentrales Verfassungsziel ist, dass wir aber nicht überdrehen dürfen und dass wir weiterhin nicht in einem Umweltstaat, sondern in einem Verfassungsstaat leben, der auf praktische Konkordanz und einen breiten Ausgleich setzt. Aber es waren viel mehr Anregungen und wir werden auch gleich ganz schnell die Diskussion in den Saal eröffnen. Aber ich habe mir so 2, 3 Sachen notiert, die ich vorab fragen möchte. Wenn man alles zusammenfasst, was du gesagt hast, also diese vielen Einwände gegen eine übertriebene Klimapolitik und eine einseitige Klimapolitik, werden wir dann in naher Zukunft eine Art Pendelbewegung erleben, dass man sich vielleicht auf wenige Maßnahmen im Klimaschutz konzentriert, die übrigens auch international wirken können, wie den Emissionshandel, und dass wir dann immer mehr die Grenzen der Verhältnismäßigkeit, der Grundfreiheiten, die nicht ausgesetzt sind, aber nicht wirklich zur Geltung kommen, spüren werden und durchsetzen werden. Also sind wir in einer Art, von einer Euphorie kommen wir jetzt in eine eher maßvolle verfassungsrechtliche und europarechtliche Realität des Klimaschutzes? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich bin mal gestartet in meiner wissenschaftlichen Karriere als Direktor eines Instituts für Umwelt- und Technikrecht. Also ich bin als Umweltrechtler eigentlich gestartet. Und wenn Sie das jetzt gehört haben, meinen Vortrag, dann meinen Sie vielleicht, da sagt jetzt einer, tritt immer auf die Bremse, ne, macht man nicht so viel Klimaschutz. Nein, das ist gar nicht mein Ziel. Ich mache mir eher Sorgen um den Klimaschutz. Ich glaube nämlich, so wie das deine Frage jetzt nahegelegt hat, dass wir bestimmte Übertreibungen und Undurchdachtheiten, also dass wir verschiedene Systeme nebeneinander laufen lassen und je mehr, desto besser, dass das möglicherweise eine Protestwelle lostreten kann,
Und in dem Augenblick, wo man sieht, dass andere Probleme, die wir dabei mit unserer Klumpenaufmerksamkeit aus dem Auge verloren haben, dass die plötzlich zur Seite reinschlagen, dass wir dann sagen, ah, der ganze Klimaschutz, dann räumen wir den ab. In England sieht man schon sowas, ne? Wenn der Sunak merkt, dass bei den Nachwahlen zum Parlament, dass da der einzige Tory-Kandidat, der die Nachwahl gewonnen hat, das war der, der sich gegen die Verkehrsbeschränkungen in London ausgesprochen hat. Also der gegen die Vergrämung des Individualverkehrs aus der Londoner City sich gewandt hat. Und da hat der Sunak gedacht, also wenn ich überhaupt noch eine Chance haben soll, mich gegen Labour zu behaupten, dann muss ich sagen, ja, Verbrennerverbot hatten wir für 2030 sogar schon vorgesehen. Verschieben wir mal auf 2035 und dann ahnt man schon, da kann auch irgendwann auch alles verschoben werden. Und das ist für jemanden, der sich auch als Umweltrechtler immer noch begreift, gar keine gute Nachricht. Das heißt, dieses ganzheitliche Politikverständnis ist zu jedem Zeitpunkt notwendig, damit die einzelnen Ziele in einer geordneten, demokratisch konsentierten Weise durchsetzbar sind. Und jenseits eines solchen Weges gibt es keine rationalen Wege. Ja. Sonst könnten wir, um ein berühmtes Wort aus dem Klimabereich zu wählen, einen Kipppunkt erleiden, der dann eben genau gegen den Klimaschutz wirkt, weil andere Ziele zu stark vernachlässigt werden und zu harsch beiseite geschoben werden. Das ist das eine, also dieser Ausgleich dieser verschiedenen Ziele, der, wie ich fand, eine ganz zentrale These und eine wichtige These in dieser Zeit war, vielleicht auch für den politischen Diskurs, der immer nach oder oft nach Aufgeregtheit zielt. Geht es nicht auch um eine Kohärenz der gewählten Mittel im Umweltschutz? Also um ein Beispiel zu nehmen, wir haben den Emissionshandel, der darauf setzt, dass es eine Zahl von Zertifikate gibt. Und dann haben wir unsere Kohlekraftwerke in Deutschland ausgeschaltet. Aber wir haben nicht in gleicher Weise Zertifikate gelöscht. Das heißt, das Ausschalten brachte nichts, weil er einfach an anderer Stelle emittiert wird. Und wir können viele weitere Beispiele nennen dieser Friktionen. Also könnte man sagen, dass wir viel entschlossener, übrigens auch eine verfassungsrechtliche und operrechtliche Forderung, viel entschlossener eine Kohärenz einfordern müssen, um die Umweltziele zu erreichen. Also innerhalb des Umweltrechts. Ja? Damit sich kein Missverständnis einschleicht, wir haben die Zertifikate dann doch gelöscht. Später, genau. Ja. Weil nämlich erkannt worden ist, dass das sonst ja gar keine Wirkung hat. Ja. Es hat aber auch so eine ungünstige Wirkung, weil wir in Deutschland moderne Kohlekraftwerke abgeschaltet haben. Denn Kohlekraftwerke emittieren ja nicht nur CO2, die emittieren auch noch ein paar andere Sachen, die uns seit den 70er Jahren im Bundesemissionsschutzgesetz beschäftigt haben. Die laufen jetzt in Tschechien und in Polen lustig weiter mit Zertifikaten, die wir freigegeben haben, weil wir gelöscht haben. Im Grunde genommen merkt man daran, wie Politik auch getrieben wird. Wissen Sie, da wurde eine Kohlekommission eingesetzt mit großem Gepränge. Und dann hat die ein Ergebnis, dass wir aus der Braunkohle aussteigen müssen. Und dann hat die Politik gehorsam genickt und gesagt, es wird 1:1 so umgesetzt. Dann wird das umgesetzt. Die Öffentlichkeit hat applaudiert. Alle waren froh, Deutschland steigt aus der Braunkohleverstromung aus. Und aus der Braunkohleförderung, versteht sich. Dabei hätte Deutschland eigentlich nur entscheiden müssen, wir löschen freiwillig Deutschland zustehende Zertifikate in diesem Sektor, Emissionshandelssystem. Dann hätten nämlich die deutschen Braunkohlekraftwerke weiter betrieben werden können, nur zu höheren Kosten. Weil sie aber moderne Kraftwerke sind, hätte sich das möglicherweise energetisch und im Hinblick auch auf andere Schadstoffe durchaus gelohnt. Also das heißt, man hätte sie einfach weiter betreiben können. Man hätte wegen der Löschung der Zertifikate vermutlich den Betreibern, denen diese Zertifikate ja zugedacht sind, auch eine Entschädigung zahlen müssen. Aber das wäre dieselbe Entschädigung gewesen, die wir ohnehin gezahlt haben. Nur hätten wir die Anlagen möglicherweise in Deutschland behalten. Für die CO2-Bilanz im Binnenmarkt hätte sich nichts geändert im Vergleich zu jetzt. Das heißt, der ganze Braunkohleausstieg war ein Theater. War ein Theater von Leuten, die entweder es nicht besser wussten oder es den Menschen nicht erzählt haben. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht mit solchen Aktionen, die letztlich umweltpolitischer Aktivismus ohne Hand und Fuß sind, nicht im Grunde genommen
auch Protestpotenzial dabei hervorrufen. Ja. Und das Vertrauen verspielen, was zentral ist. Ich würde jetzt gerne öffnen für, hier sind schon die ersten Fragen, darf ich den, da kommt das Mikrofon zu Ihnen, hier vorne. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Rainer Ulrich. Es betrifft jetzt die Zieljahre der Klimaneutralität EU 2050, Deutschland 2045, Bayern 2040 und München toppt das Ganze sogar mit 2035. Und jetzt kommt mal meine Frage, und zwar ist diese Politik, die wir führen, von einem holistischen Ansatz geprägt, sprich, welche Wechselwirkung hat das? Ich habe dazu 1, 2, 3 Fragen. Wie erreichen wir mit welchem belastbaren Konzept die Klimaneutralität ohne Erosion der Wirtschaftsleistung? Sie hatten ja vorher mal erwähnt, die EU-Zielsetzung war mal die beste Wirtschaftsleistung global zu generieren. Auch da holistische Betrachtung bitte. Dann der nächste Punkt. Welches Industrieland wird Profiteur der Zielsetzung Klimaneutralität sein? Und ich mache es ein bisschen leichter noch, die Frage zu beantworten. Welches Industrieland ist der Weltmarktführer im Bereich der Windkraftanlagen, im Bereich der Elektro-PKWs und im Bereich der Photovoltaikanlagen? Dankeschön. Ja, also mit der letzten Frage haben Sie ja das Geheimnis gelüftet, wo Sie hinzielen. Ja, jetzt wäre Hans-Werner Sinn natürlich einer, der das noch viel pointierter sagen könnte. Aber wir arbeiten zusammen im wissenschaftlichen Beirat der Stiftung Familienunternehmer und ich weiß, was er da sagen würde. Und es deckt sich auch mit meinen Beobachtungen. Es ist ja so. Ich hatte in meinem Vortrag gesagt, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, natürlich auch der deutschen Wirtschaft, die muss im Auge behalten werden. Und das ist eine gelinde Formulierung. Wir treiben im Augenblick die Kosten bei den Energiepreisen in gewaltige Höhen. Und natürlich wird es eine Verlagerung von Produktion geben. Es wird eine Verlagerung von Unternehmen geben. Die Europäische Kommission sieht selbstverständlich auch dieses Problem und hat deshalb den Grenzausgleichsmechanismus vorgeschlagen. Sie haben ja nach Nebenwirkungen gefragt. Zunächst einmal will man die Nebenwirkung, dass man durch Erhöhung der Produktionskosten Wettbewerbsfähigkeit verliert, will man dadurch ausgleichen, dass man praktisch einen CO2-Zoll einführt. China hat schon gesagt, dass das ein unfreundlicher Akt und Bruch der WTO sein wird. Das heißt, die Nebenfolge dieses Grenzausgleichsmechanismus des CBAM wird sein, dass wir mit Handelsfriktion zu rechnen haben, im schlimmsten Fall mit einem Handelskrieg zu rechnen haben. Das heißt, wir können vielleicht deutsche Produkte auf dem chinesischen Markt nicht mehr ohne Zoll auf den Markt bringen. Das heißt, dann müssen wir trotzdem den Preis bezahlen. Insgesamt in der volkswirtschaftlichen Bilanz ist der Grenzausgleichsmechanismus vielleicht gar nicht so die Lösung der Dinge, wie es auf den ersten Blick scheint. Weil man ja damit die Wettbewerbsfähigkeit wieder angleichen will. Wer mehr CO2 emittiert, der muss halt mit einem Zoll, wird das also abgeschöpft, was der da an Wettbewerbsvorteil hat. Aber so einfach funktioniert die Welt nicht. Und darauf haben Sie, das haben Sie angesprochen, wir haben das ja erlebt. In Bonn war die Firma SolarWorld, die mit den Subventionen, die wir ausgekehrt haben für die Förderung der Solarenergie, wo auf jedem Scheunendach in Norddeutschland es sich gelohnt hat, Solarpanels draufzulegen, weil man mehr Geld verdienen konnte als mit der Milchwirtschaft. Das war so. Das war eine schöne Zeit. Und die Firma SolarWorld in Bonn
hatte einen Aktienwert von 4 Milliarden Euro. Super, ein echtes Start-up. Und dann ist die Firma irgendwie in Schwierigkeiten geraten. Und sie ist in Schwierigkeiten bis zur Insolvenz geraten, weil China das sehr genau beobachtet. China, ich hatte gerade die Kurzfrist, bei der Kurzfrist- und Langfristperspektive den Autokratien kein gutes Zeugnis ausgestellt. Aber China hat eine Langzeitperspektive. Das ist nur eine andere Langzeitperspektive, als wir sie haben. Oder noch sie nicht haben. Was wir unter Industriepolitik verstehen, das sieht China als nationalen Aufstieg und als Voraussetzung seiner imperialen Weltgeltung, wenn ich mal diese Sprache aus dem wilhelminischen System Weltgeltung, hätte Kaiser Wilhelm II. Gesagt. Ja, aber genau darauf zielt China. Und wenn China ein Thema in der internationalen Diskussion aufgreift, dann kann das durchaus ernst gemeint sein, wie die Klimaneutralität. Also ich sage nicht, dass die chinesische Politik da nur aus Gaunern und Lügnern besteht. Überhaupt nicht. Aber man muss immer davon ausgehen, das gehört zur agonalen Konstellation der Welt, dass China im Zweifel sein nationales Interesse über alles setzen wird. Über alles setzen wird. Und auch über Klimaneutralität. Chinesen haben die gesamte Wertschöpfungskette der Elektromobilität versucht in die Hand zu bekommen. Ob sie es ganz in der Hand haben, weiß ich nicht, aber sie haben sehr günstige Karten dabei. Und sie haben gesehen, Elektrofahrzeuge sind einfacher herzustellen als diese verdammten japanischen und deutschen Verbrennungsmotoren. Sie haben es in 20 Jahren nicht geschafft, an diese Technologie heranzukommen, wettbewerbsfähig. Und die Elektromobilität setzt jetzt, weil sie die Batterieherstellung im Griff haben, instand, hier Weltmarktführer zu werden. Darauf hatten Sie mit Ihrer dritten Frage gezielt. Also ist ganz klar, profitieren wird der, der hier industriepolitisch denkt. Und die Europäer tun es nicht. Die Amerikaner tun es mehr. Aber die Europäer sind hier komplett naiv, weil sie rückwärtsgewandt sind. Sie sind in einer Welt, die so nicht mehr besteht. Sie sind in der einen Welt, die wir so schön gefunden haben, die finde ich immer noch schön, nebenbei bemerkt, aber sie existiert nicht mehr. Und in der agonalen Welt, da muss man schon aufpassen, wenn man ein Menschheitsziel verfolgt, dass man dabei am Schluss nicht derjenige ist, der im Wettbewerb der Kleine ist. Ob China diesen Wettbewerb immer gewinnt und ob die chinesischen Lenkungsmaßnahmen, die ja staatsmonopolistisch letztlich sind, ob die wirklich so überlebend sind, das bezweifle ich übrigens. Aber die Europäische Union, die macht einen Mix aus chinesischer Staatslenkung und amerikanischer Marktfreiheit mit viel Bürokratie. Ob das ein Zukunftsmodell ist, das würde, glaube ich, Herr Sinn bezweifeln, wenn ich ihn nochmal hier herbei zitieren darf. Wir haben eine Frage noch vorne rechts und ich würde noch ergänzen, dass die Chinesen auch die Realität viel nüchterner analysieren, als wir Europäer das gegenwärtig machen. Aber jetzt die Frage. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu den Klumpen, zur Klumpenaufmerksamkeit. Ich finde den Begriff sehr, 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 sehr eingängig. Und unser Regulativ in der Demokratie ist ja vor allem der souveräne Bürger. Jetzt kann man die Souveränität, haben Sie auch schon gesagt, ist vielleicht muss man überlegen, ist der Bürger, wie souverän ist der Bürger eigentlich? Kann der diese Entscheidungen über, also erkennt der diese, sagen wir mal, Nebelkerzen, die aufgezündet werden? Kann der das einschätzen? Kann der dementsprechend in der Wahlurne dann richtig nachjustieren? Und da würde es mich interessieren, bei der Klumpenaufmerksamkeit, wie lösen wir das denn? Also erstmal, an was liegt es? Also wie wird es gesteuert? Wie würde man gegensteuern? Und was für rechtliche Mittel gäbe es da, um da irgendwie, ja, um den souveränen Bürger wieder souverän zu machen? Ja, das ist natürlich eine Frage nach den soziokulturellen Grundlagen einer Demokratie, einer Gesellschaft. Das sind immer spannende Fragen, die man distinktiv selbstverständlich nicht beantworten kann. Aber ich beobachte, in den westlichen Demokratien, die sich ja gerade dadurch als Demokratien auszeichnen, dass sie eine offene, liberale Meinungsöffentlichkeit haben, deliberative Demokratien sind, dass da doch eine Einschränkung des Meinungsraums eintritt. Wir haben gewisse Bewegungen,
die es immer wieder schaffen, ein Mainstreaming zu erreichen und das auch und auch ihre Ziele genauso formulieren und dadurch die Aufmerksamkeitsspanne reduzieren und abweichende Meinungen moralisch tabuisieren. Nun hat jedes politische System hat moralische Standards und hat Tabus. Also das ist prinzipiell ist das jetzt keine so neue Beobachtung, aber ich glaube, wir verengen den Meinungskorridor. Wir beobachten eben auch, dass eine bestimmte Vielfalt im öffentlichen Meinungsraum verloren geht. In anderen Ländern, in anderen Demokratien noch stärker als in Deutschland. Die Presse, die eigentlich das Rückgrat der öffentlichen Meinungsbildung war und ist, ist im Schrumpfungsprozess begriffen. Das ist eine gelinde Formulierung. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der bleibt stark, weil er staatlich am Leben gehalten wird mit hohen Mitteln, ist aber nicht so meinungsplural, wie sich das Bundesverfassungsgericht mal ursprünglich vorgestellt hat, meine ich. Also, das sage ich jetzt mal als ungeschützt. Und dann ist da der große dritte Akteur, nämlich das Netz. Und das Netz, die Bewegungsgesetze des Netzes, darf man eigentlich gar nicht sagen, Bewegungsgesetze, weil das ja alles spontan ist im Netz. Aber bei genauerer Draufsicht ist es eben doch nicht so spontan. Und auch da gibt es eine Bewegung, Mainstreaming zu fördern. Und gibt es dezentrale Bewegungen, die nicht dazu beitragen, diese Klumpenaufmerksamkeit weniger stark zu machen und aufzulösen. Weil das Netz Ausdruck einer volatilen Gesellschaft ist, stimmungsgetrieben, ne? Mit moralischen Urteilen, schneller bei der Hand als mit Informationen. Aber gestern bei der Veranstaltung gesagt, es ist unmoralisch, ein moralisches Urteil ohne ausreichende Wissensgrundlage zu fällen. Da hat mir ein Fernsehmoderator widersprochen. Er hat mir widersprochen. Das kann doch nicht sein. Ja, wir können doch nicht darauf warten, bis wir das Wissen haben. Doch. Doch. Wenn ich die Folgen meines Tuns nicht kenne, wie soll ich denn da moralisch handeln? Und insofern beobachten wir gerade im Netz eine Moralisierung des öffentlichen Diskurses und eine Suggestion, eine Imagination von Faktenbasiertheit, wir machen mal eben einen Faktencheck, der mit dem gesamtheitlichen Politikverständnis nichts zu tun hat. Ich hake kurz ein, habe aber weitere Fragen im Blick. Erleben wir nicht gleichzeitig auch einen neuen Realismus und eine Öffnung von Diskussionsfeldern? Also ich will gar nicht widersprechen, aber ich will diese zweite Ebene noch aufzeigen. Also wenn wir überlegen, wie wir über Sicherheitspolitik sprechen, eine vollständige Öffnung, wie wir über Migrationspolitik sprechen, also eine viel offenere Diskussion als noch 2016, übrigens auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, auf einmal wird dann im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert, dass der Pluralismus nicht stark genug ist. Und vielleicht erleben wir das gerade schon bei der Standortpolitik und bald auch nach diesem Vortrag bei der Umweltpolitik. Also es ist eine wechselnde Bewegung und vielleicht sogar eine Reaktion. Ja. Weil die Diskussionsfelder zu eng wurden, dass es zu viele Menschen gemerkt haben, das kann so nicht weitergehen. Und dann kommt die Öffnung daneben. Ja, also was ich beschrieben habe, war jetzt auch Vergangenheit. War keine Zukunftsprognose, ne? Also die Zukunft kenne ich nicht. Aber ich teile die Beobachtung, dass wir gerade dabei sind, natürlich auch unter dem äußeren Druck der veränderten internationalen Konstellation. Immer mehr Menschen begreifen auch, dass wir in einer agonalen Struktur sind. Es ist doch ganz ersichtlich, dass auch Migrationsströme gegen uns eingesetzt werden. Wenn man nur mal Lukaschenko anguckt, ne, der da Migranten einfliegen lässt, um sie dann über die polnische Grenze. Und die Polen bauen einen immer hermetischeren Zaun, das wird übrigens auch die neue polnische Regierung tun, weil sie diesem Angriff, der ein Angriff ist, etwas entgegensetzen will. Ja, das ist so, aber wir wissen nicht, ob
dass die Diskussion wirklich weiter auffächern wird. Wir kennen, können die Zukunft nicht, aber ich beobachte es auch. Es war so in den letzten 20 Jahren und hat dazu beigetragen, dass diese Klumpenaufmerksamkeit entstanden ist und es manchmal man den Eindruck hatte, dass es nur noch ein Thema gibt. Und das ist, selbst wenn man dieses Thema auch für zentral und wichtig hält, ist das immer gefährlich, sich nur mit einem Thema zu beschäftigen. Also ich habe jetzt noch 4 Meldungen gesehen. Jetzt fangen wir mal hier vorne an, der Kollege mit dem blauen Hemd. Dann sind Sie dran und dann noch ganz hinten. Vielen Dank, Johannes Hohenthal aus München. Ich stelle meine Frage mal eher juristisch-philosophisch. Sollte das Bundesverfassungsgericht bei der Interpretation des 20a-Grundgesetz nicht eher im Max-Weberschen Sinne die Verantwortungsethik vor die Gesinnungsethik stellen? Also beispielsweise eben komplexe Zusammenhänge würdigen, wie wenn wir jetzt gerade in Deutschland durch sehr hohe Klimaschutzstandards die Industrie außer Landes treiben, in Länder, wo die Klimaschutzstandards niedriger sind, was fürs globale Klima eher nachteilig ist, wenn wir, wie auch geschehen, unsere eigenen Kernkraftwerke abschalten und den Klimaschutz dann quasi aus Frankreich einkaufen und stattdessen unsere Kohlekraftwerke wieder anwerfen. Also Klimaschutz erschöpft sich jetzt nicht in der Umstellung aufs Elektroauto, wo Professor Sinn ja auch eine Studie schon 2019 hatte, dass das gar nicht so klimafreundlich ist und im Wesentlichen vom Strommix abhängt. Sollte das Bundesverfassungsgericht da eher tiefer graben, um dann wahren Klimaschutz und nicht nur vordergründigen Klimaschutz zu befördern? Ja, also man darf Gerichte nicht überfordern, weil Gerichte sind keine Ersatzgesetzgeber. Sie behandeln einen Fall. Sie haben einen Fall, manchmal sind es auch 5, aber gleichzeitig. Aber es ist immer ein Einzelfall. Und vom Einzelfall her kann man keine Gestaltungsentscheidung treffen. Das ist ja der Grund für die Mahnung zur juristischen zur richterlichen Zurückhaltung. Richterliche Zurückhaltung heißt nicht, dass man das Recht nicht mehr anwendet. Man nimmt nicht das Recht zurück, sondern man versucht nicht klüger zu sein als der politische Gesetzgeber. Und also nur da zu reparieren, wo die Reparatur wirklich zwingend notwendig ist. Tiefer zu graben, das wird ein Gericht nicht können. Ein Gericht kann natürlich Sachverständige auch in die Beweisaufnahme laden, aber ob das mehr bringt als eine Enquetekommission und die internationale Informationsbasis, die der Bundestag oder die europäischen Organe zur Verfügung haben, das glaube ich nicht. Also wir sollten unser Heil nicht bei den Gerichten suchen. Schlimm genug, wenn die Richter meinen, dass das Heil der Gesellschaft bei ihnen zu finden ist. Ne? Das ist immer ein Ping-Pong-Spiel. Das Gericht gibt eine Anregung, der politische Prozess muss was damit machen. Wenn, wie beim Klimabeschluss, den ich nicht für den gelungensten aller Beschlüsse halte, weil er das Korsett zu eng zieht, dann entsteht der Eindruck, die Politik kann nur noch das machen, was Karlsruhe vorgeschrieben hat. Und dann fangen die an, tatsächlich in Berlin die Entscheidung jetzt zu studieren und ihre Juristen zu fragen, was dürfen wir denn, was müssen wir denn tun? Ne? Also, und so soll Politik, dann ist das ist nicht das Ping-Pong-Spiel, das der Verfassung vorschwebt. Also ergänzend, der Supreme Court hat gesagt, hard cases make bad law. Ja, und da ist was dran und wir müssen strukturell unterscheiden zwischen dem Gesetzgeber und dem Richter. Wir haben das in anderen Entscheidungen, Erbschaftssteuer und so weiter, gesehen, dass der Gesetzgeber versucht hat, vom Bundesverfassungsgericht abzuschreiben. Und das kann nicht gelingen, weil Gesetzgebung strukturell was anderes als Rechtsprechung. Aber jetzt haben wir hier noch eine Kollegin. Ja. Dorothea Böhm, Sie haben uns ja wirklich rechtmäßig recht gut aufgeklärt. Jetzt wissen wir wirklich wesentlich mehr als vorher. Haben Sie das Gefühl, dass die Politiker, gerade jetzt die, die jetzt dran sind, das auch so verstanden haben? Oder dass man irgendeine Möglichkeit findet, ihnen, sagen wir mal, diese Zusammenhänge auch nahe zu bringen? Ja, also wenn ich vornehm sage Responsivität, ne, dann meine ich ja, wie man in der Demokratie das Politikern und Politikerinnen nahe bringt. Ne? Nämlich mit dem Wahlzettel. Wenn Parteien Zustimmung verlieren. Wissen Sie, wenn eine Partei als Kanzlerpartei, die eine große Tradition hat, wenn die als Kanzlerpartei deutlich unter 20% bleibt, dann hat die Partei Veranlassung, darüber nachzudenken, ob da irgendwas an ihrer Programmatik vielleicht doch verbesserungsfähig wäre. Und genau das geschieht gerade in der SPD. Die Parteien zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie eine entschiedenere Parteibasis haben, als das die Spitzenpolitiker wünschen.
Also bei den Grünen rumort es schon ganz gewaltig. Sie meinen, dass die ersten vorsichtigen Schritte zu einer größeren Kontrolle der Migration, dass das bereits schon des Guten viel zu viel ist. Aber auch bei der SPD überlegt man, wie eigentlich Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert aussehen könnte, wenn man tatsächlich Arbeitnehmerinteressen wieder in den Vordergrund rückt, was mir manchmal etwas verloren gegangen scheint. Also ich glaube, das funktioniert und seien wir ehrlich, der Elefant im Raum ist natürlich die AfD. Und die Wahlerfolge der AfD, wenn man die AfD hat, in Meinungsumfragen in Baden-Württemberg inzwischen 20%. Und das als rein ostdeutsches Phänomen abzutun, funktioniert nicht mehr. Das bedeutet, da ist Unmut. Und diesen Unmut auf den Bodensatz der Gesellschaft jetzt zuzuschreiben, ne? Also so ein Bodensatz, der hat 5-7%, aber mehr nicht. Ne? Schade für die FDP, also ist kein Bodensatz bei der FDP. Aber wenn das auf 20% und darüber hinausgeht, dann hat das nichts mit Bodensatz zu tun, sondern und mit extremistischen Rändern, sondern hat das mit einer tiefgreifenden Verdrossenheit gegenüber politischen Entscheidungen zu tun. Und ich glaube, in einer offenen Demokratie nimmt man das dann am Ende des Tages doch ernst. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, den Gregor Kirchhoff schon angesprochen hat, dass da im Augenblick etwas Bewegung scheint. Und nicht nur durch Außendruck, sondern auch durch den Druck, der von innen in einer Demokratie mit dem Wahlzettel erfolgt. Das ist responsiv. Ja. Wir haben jetzt hier noch eine Meldung in dem Block weiter hinten und dann habe ich drei Meldungen auf der Seite gesehen. Ich habe sie gesehen, also erstmal aber noch hier. Ja, eine Frage möchte ich gerne noch mal stellen in diesem Raum, auch wenn sie vielleicht zu denen gehört, die man nicht sagen darf. Hat eigentlich das Verfassungsgericht und diejenigen, die über die Klimaproblematik diskutieren, auch darüber nachgedacht, dass es ja nicht nur eine von Menschen gemachte Klimaänderung gibt, sondern dass in der Biologie und in der Naturkunde es keinen 100% und keinen Status quo gibt. Die Sonne tut immer was dazu, dass das Klima sich ändert. Das hat man ja schon, es gab Eiszeiten, es gab Warmzeiten und so weiter und so fort. Was passiert, wenn man im Jahr 2050 feststellt, wir sind auf dem falschen Weg gewesen? Dazu die Anschlussfrage, was passiert, wenn wir von 45 bis 2050 feststellen, um die Autos, um die Wärmepumpen und so weiter herzustellen, brauchen wir eine ganze Menge Energie, die aber dann bei der Berechnung wo unterkommt. Denn diese Sachen, wenn ich meine alte Heizung noch habe, dann brauche ich keine Wärmepumpe, die extra hergestellt wird, damit ich 2050 aus Ihrem Sicht nicht mich unnötig hoch bin. Und zur AfD möchte ich vielleicht eines sagen. Ich meine, wenn man im Lande mal mit zuhört, dann sind die besten Aktivisten zur Förderung der AfD bei den Beamten zu suchen, die die ganze Zeit irgendwo nur schauen, was nicht geht, anstatt dass sie schauen, das, was geht. Wir können im Leben viel feststellen, gerade in der Klimapolitik, wo dann wieder einer sagt, nee, das Windrad geht nicht, nein, dort können wir kein Solar aufstellen und wir können auch vor allen Dingen nicht einspeisen, weil die komischen EVUs anscheinend irgendwo anders auf der Welt sind, aber nicht dort, dass sie dann irgendwo sagen, bei Siemens meinetwegen, bitte einen höheren Transformator. Das würde doch das Schulkind schon wissen, dass man einen höheren Transformator braucht, wenn ich mehr einspeisen will. Aber an unsere EVUs wissen sie nicht. Und der sich selber eine Solar gemacht hat, die er selber braucht, der kann ja nur eine gewisse Zeit, die gewisse Zeit, wo er dann einspeisen könnte, die hat er nicht zur Verfügung, weil er keine Genehmigung kriegt. Und da muss ich sagen, da wäre es ganz wichtig, dass man auch über solche Dinge mal nachdenkt und dann den entsprechenden Personen nicht immer nur auf die Politiker schimpfen, sondern den Politikern sagen, wo sie eingreifen müssen und wo sie dann eben vielleicht auch mal einen positiven Reflex kriegen. Danke. Ja, vielen Dank. Zwei Fragen. Was 2050 ist, wahrscheinlich tut uns beiden da der Kopf nicht mehr weh, weil Sie gesagt haben, was ist, wenn 2050 sich rausstellt,
Wahrscheinlich haben wir 2050 dann ganz andere Probleme, sodass das kein Thema mehr ist. Nach meiner Theorie, dass sich die Aufmerksamkeit, dass die sich nicht von 2023 bis 2050 erhält. Also das wäre meine Prognose, dass wir ein anderes Thema 2050 haben. Aber es ist so, das Bundesverfassungsgericht hat sich gerade mit dieser Frage, die Sie zuerst gestellt haben, ja intensiv, ich würde fast sagen exzessiv auseinandergesetzt, indem sie alle Belege zusammengetragen haben, dass das ein menschengemachter Klimawandel ist, dass Sonnenaktivität keine Rolle spielt, das ist auch eine widerlegte These, also eine Sonnenaktivität kann in Zukunft eine Rolle spielen, aber spielt im Augenblick bei der Erwärmung keine Rolle. Also das ist, glaube ich, eine Diskussion, die heute als ausgepaukt gilt. In der Zukunft können wir trotzdem Überraschungen erleben, das ist klar, das wissen wir nicht. Aber Ihre etwas an der Gegenwart nähere Frage, warum macht man nicht entschiedener, geht man nicht entschiedener die Schritte zu einer Transformation? Ja, es passiert eine Menge. Und ich habe großes Vertrauen in die Mechanismen der Marktwirtschaft. Was marktwirtschaftlich entsteht, übrigens auch was Speichertechnologien angeht, das ist enorm. Man hat manchmal den Eindruck, dass der Staat, dass die Behörden und der politische Raum das nicht hinreichend beobachtet, was da unterwegs ist, dann könnte man vielleicht das eine oder andere ganz gezielt fördern, um es zu skalieren und in den Markt zu bringen. Das würden Chinesen eben anders machen. Wir meinen eben mit unseren Systemen, ich habe sie dargestellt in meinem Vortrag, meinen wir zum Ziel zu gelangen. Es gibt aber auch noch ein paar intelligentere Formen. Man kann nämlich diejenigen prämieren, die gute Ideen haben. Wie man eigentlich regenerative Energien in einer wirtschaftlichen Weise verbreiten kann. Da haben wir, weil wir in Deutschland doch immer noch ein Land der Ingenieure und Tüftler sind, haben wir viel Potenzial. Dieses Potenzial muss gehoben werden. Wenn wir aber das Geld, um die zu unterstützen und zu fördern, vorher ausgeben und umverteilen über Klimageld, dann ist das wieder nicht da. Das Fördergeld. Also die intelligente Steuerung, die fehlt mir genau wie Ihnen. Und was Sie auch noch angesprochen haben, das ist eine Blockade, die wir in unserem eigenen Rechts- und Verwaltungsverfahrenssystem angerichtet haben, indem wir immer wieder dem Mainstream gefolgt sind und immer neue Partizipationsrechte eingeführt haben. Wir können, Deutschlandgeschwindigkeit ist für mich nur eine Lachnummer, wenn ich etwas beschreiben will, was besonders langsam geht. Oder wenn der Zug 2 Stunden Verspätung hat, dann sage ich Deutschlandgeschwindigkeit. Dass wir eine Deutschlandgeschwindigkeit haben, die irgendwie vorzeigbar ist, außerhalb von Unternehmen, die oft sehr elastisch und sehr erfindungsreich sind. Aber im staatlichen Bereich sehe ich keine Deutschlandgeschwindigkeit. Mein Musterbeispiel ist immer das Online-Zugangsgesetz von 2017. Da hat der Staat ganz im Sinne dieser ZK-Beschlüsse, ne? Du hast vom Lissabon-Beschluss gesprochen, ich glaube im Jahr 2000 oder was war das, ne? Schon sehr lange her. Aber das kam mir damals wie so ein Beschluss des ZKs, der KPDSU vor. Die haben immer im 5-Jahres-Plan beschlossen, wie sie die USA überholen. Ne? Wenn man das beschließt, dann wird es doch auch so, oder? Also diese Art, beim Online-Zugangsgesetz hat der Bundesgesetzgeber 2017 beschlossen, dass alle wesentlichen Verwaltungsleistungen im Jahr Ende 2022 in 5 Jahren digitalisiert sind. Ja, das hat man so beschlossen. Und dann ist das ja auch so, oder? Und dann hat man festgestellt, dass das noch nicht mal für 10% der Verwaltungsdienstleistung gelungen ist. Das ist Deutschlandgeschwindigkeit. Und ich finde, wir sollten den Mund nicht so voll nehmen und nicht so ehrgeizige Transformationsziele formulieren, sondern da, wo unsere Stärken sind, wo wir wirklich was können, da sollten wir gezielt fördern. Also, denn dahinter steht auch die Sorge des Verfassungsrechtlers, dass sonst das Vertrauen in demokratische Entscheidungsprozesse und in rechtliche Verfahrensprozedere erschüttert wird. Dann ruft man irgendwann nach jemandem, der da durchregiert und der nicht so viele Bedenken hat, die Juristen als Bedenkenträger. Aber wir müssen das Recht ändern und das, mit Verlaub, das tun wir überhaupt nicht.
Entbürokratisierung findet definitiv nicht statt. Ich fürchte sogar, wenn wir ein Entbürokratisierungsministerium errichten würden, würde eine Fülle neuer Behörden entstehen und es würde noch komplizierter werden. Gerade hat die Frau mit dem Mikrofon das Zimmer verlassen, aber ich glaube, es ist nur eine Wechselung im Team gewesen. Genau. Wir haben hier vorne, der Herr meldet sich schon länger, hier ganz vorne links, dann habe ich noch zwei weitere Meldungen. Sie haben so schön von einer gelenkten Marktwirtschaft gesprochen. Diese Taxonomie, da wissen wir noch gar nicht, wie das am Ende gelebt wird. Was ich besonders auch kritisiere, ist, dass die technische Innovation überhaupt nicht gesehen. Kann man überhaupt die Zukunft so in das Recht hineinpressen? Die Zukunft ist ja de facto unsicher, es ist ja eine Anmaßung des Wissens. Und meine Frage, wer sind wir nicht, wenn das so weitergeht, auch in der Zentralismus in der Europäischen Union, ist das nicht schon eine fast kulturmarxistische Idee dahinter, wo man im Grunde dieses Klimathema zu einem Absolutthema setzt und damit letztendlich alles andere, was wichtig ist, völlig aushebelt. Ja, also ich habe einen großen Optimisten neben mir sitzen und deshalb will ich dieses etwas pessimistisch anklingende, aber ich muss leider sagen, ich teile diese Befürchtung. Der Begriff der gelenkten Marktwirtschaft, den habe ich in Umlauf gebracht, aber ich habe ihn nicht erfunden. Der Begriff stammt nämlich aus dem Jahr 1939 von einer der damals noch sehr seltenen Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Eine deutsche Ökonomie-Doktorandin hat damals den Begriff der gelenkten Marktwirtschaft erfunden, um die Wirtschaft von Görings Vierjahresplan und die Kriegswirtschaft damit zu beschreiben. Also und sie meinte das aber positiv konnotiert im Geist der damaligen Zeit. Und weil das so ist, benutze ich den Begriff ganz mit einer negativen Konnotation, kommt aber häufig bei den Empfängern gar nicht so an. Wenn ich sage, das Grundgesetz verfasst die soziale Marktwirtschaft und nicht die gelenkte Marktwirtschaft, dann wird deutlicher, was ich damit meine, wenn ich diesen Begriff von 1939 auf unsere Gegenwart anwende. Gelenkte Marktwirtschaft ist tendenziell ein Übermaß an staatlicher Marktsteuerung. Und Übermaß ist eben mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip auf Kollisionskurs. Wir beobachten doch überall da, wo der Staat Preise legiferiert oder reguliert, dass er in Komplexitätsschwierigkeiten kommt, weil die Politik Marktgeschehen nicht abbilden kann. Es ist toll zu sehen, wie die Bundesnetzagentur Preise versucht zu rekonstruieren, das Preisgeschehen. Das ist ihr Auftrag. Also das werfe ich ihr um Gottes Willen nicht vor. Das ist ihr Auftrag in leitungsgebundenen Märkten, die sonst Oligopole oder Monopolstrukturen entstehen lassen. Alles gut und richtig. Das ist die Art von Regulierung, die letztlich das Marktgeschehen erhalten soll. Aber wenn man beobachtet, wie komplex das ist, Preise juristisch nachzuvollziehen, dann winkt man als Jurist ab und sagt, lass es mal lieber den Markt machen, wenn es denn geht. In manchen Bereichen geht es gar nicht. Aber wenn der Staat anfängt, immer mehr Bereiche seinem Preisregime zu unterwerfen oder durch den Emissionshandel Preise steigen zu lassen, um dann die Bedürftigen wieder auszugleichen, dann weiß man schon, das ist eine Komplexität. Das kann nicht funktionieren. Das hat was von sozialistischem Denken an sich. Und wie der Sozialismus geendet ist, das hat man inzwischen vergessen. Man hat vergessen, dass er bankrott war. Dass er komplett bankrott war. Ich würde jetzt noch zwei Fragen zulassen. Die sind beide auf der rechten Seite, wenn ich das richtig sehe. Eine hinten rechts, schon länger gemeldet. Mein Name ist Rudert. Ich möchte zunächst mal anschließen an das, was der Herr da hinten gesagt hat zu 2050. Also es ist natürlich immer so, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie in die Zukunft gerichtet sind. Aber Sie haben gesagt, dass das Bundesverfassungsgericht geprüft hat, dass tatsächlich der jetzige Klimawandel hauptsächlich CO2 verursacht ist. Dazu habe ich Zweifel, und zwar aus folgendem Grund. Es hat bisher
keine plausible Erklärung dafür gegeben, warum es vor 150 bis 200.000 Jahren auf Grönland kein Eis gab, sondern Algen und Mooswiesen. Das hat auch niemand bisher eine plausible Erklärung dafür liefern können von den Wissenschaftlern, warum es vor 150 bis 200 Millionen Jahren auf der Erde viel wärmer war als heute und auf den Polen fast kein Eis gab. Das sind Punkte, die mir zu denken geben, ob wir wirklich auf dem richtigen Weg sind. Ich will aber auch anders sagen, ich bin durchaus dafür, dass wir bestimmte Maßnahmen ergreifen, um uns unabhängig von den Importen von Öl und Kohle und Gas und so weiter zu machen, weil es wirtschaftlich sinnvoll ist, weil es auf die Dauer ökonomisch sinnvoll ist. Da bin ich durchaus dafür, aber nicht aus dem Grund, der jetzt im Augenblick hauptsächlich apostrophiert wird. Und dann möchte ich noch einen zweiten Punkt ansprechen, den Sie auch erwähnt haben. Sie haben sich gegen diese 5-jährige Legislaturperiode ausgesprochen. Also es gibt andere Länder, wo das ganz gut funktioniert und wo die Staatspräsidenten, Ministerpräsidenten und so weiter auch nur 2-mal das machen dürfen, also nur 2 Legislaturperioden. Und ich bin der Meinung, wenn man mal genau nachschaut, was bei unseren bisherigen Kanzlerinnen und Kanzlern war, es wäre für unser Land besser gewesen, wenn die nur noch 2 Legislaturperioden hätten abtreten müssen. Gut. Wobei das 2 verschiedene Gesichtspunkte sind. Die Verlängerung einer Legislaturperiode und die Begrenzung von Amtszeiten sind eigentlich gegenteilige Gesichtspunkte. Aber was Sie zunächst zum Klima gesagt haben, ich bin kein Klimaforscher, also werde ich mich auf diese Diskussion nicht einlassen. Es ist nur so, wenn wir in geologischen Zeiträumen, wenn wir Zeiträume heranziehen, in denen noch gar kein Mensch auf der Erde war, dann findet man natürlich gewaltige Klimabewegungen. Wir reden jetzt aber über unser Jahrhundert. Wir reden nicht über 10.000 Jahre und schon gar nicht über 100 Millionen Jahre, sondern wir reden über unser Jahrhundert. Wir haben eine Dramatik in der Klimaerwärmung, die anders als menschengemacht nicht erklärbar ist. Und das ist Stand der Wissenschaft. Und diesen Stand der Wissenschaft hat das Bundesverfassungsgericht wiedergegeben. Also deshalb würde ich da, auch da kann man Überraschungen erleben, weil jeder, der Wissenschaft kennt, der weiß, Wissenschaft kann auch irren, aber es spricht im Augenblick verdammt wenig dafür. Und da Politik sich wissenschaftlich beraten lassen muss, könnte ich, wenn ich Politiker wäre, jetzt nicht sagen, ja, das könnte auch alles falsch sein und deshalb mache ich nichts. Das funktioniert meines Erachtens so nicht. Was Sie zusätzlich sagen, dass wir einen Weg finden, um zur Energieunabhängigkeit zu kommen, das ist allerdings eine sehr traditionelle Politik, und zwar eine kluge traditionelle Politik. Das war in früheren Zeiten, und diese früheren Zeiten habe ich noch miterlebt, also die sind nicht 300 Jahre zurückliegend, ganz gängig. Nach der Ölkrise hat man in Deutschland zunächst überlegt, ob man die Kernenergie weiter ausbauen soll. Die Ölkrise war 1973 und das war genau der Zeitpunkt, als die Protestbewegung gegen die Kernenergie so richtig an Fahrt gewonnen hat. Das heißt, dieser Weg wurde durch eine Bewegung versperrt. Wir haben mal 26 Kernkraftwerke gehabt und sie waren in einem besseren Zustand wahrscheinlich als die französischen, aber okay, nun haben wir gar keins mehr. Wir hatten aber damals Planungen, auf über 50 Kernkraftwerke auszubauen. Das heißt, wir hatten französische Ziele vor uns. Damit hätten wir wahrscheinlich rund 80% des Strombedarfs herstellen können. Heute beginnt die ganze Welt übrigens Kernkraftwerke zu bauen. Wir hätten die übrigens auch exportieren können. Wir hatten führende Kerntechnologie in Deutschland. Wir haben die total abgewirtschaftet, weil wir ausgestiegen sind. Aber als der Zeitpunkt in den 70er Jahren soweit war, hat sich Helmut Schmidt als Bundeskanzler in den Bundestag hingestellt und hat gesagt, liebe Leute, wir haben gerade gesehen beim Öl, wie erpressbar wir sind politisch. Wir müssen aus der Ölabhängigkeit raus. Und teurer wurde es natürlich auch mit den Ölpreiserhöhungen ab 1973. Kernenergie wollte er nicht ausbauen. Vor allen Dingen seine eigene Partei wollte nicht mehr, als er das 1978 im Bundestag gesagt hat. Da bleibt nur noch eins. Steinkohle ist viel zu teuer, weil viel zu tiefliegend, wird hochsubventioniert. Da müssen wir Braunkohle machen.
Und daraufhin wurde beschlossen, die Braunkohle richtig massiv auszubauen. Ich sage das auch deshalb, weil unsere Gesellschaft dazu neigt, das immer dem Kapitalismus in die Schuhe zu schieben. Das, so als hätte das alles RWE beschlossen, die ja auch nur beschränkt kapitalistisch sind, weil ja die einen großen Anteil von kommunalen Unternehmen als Anteilseigner haben. Aber das sind alles politische Beschlüsse gewesen, damals noch unter der Überlegung, was ist versorgungssicher und was ist bezahlbar? Und was treibt uns die Energiepreise nicht in die Höhe? Solche Gedanken, die damals in der agonalen Struktur des Kalten Krieges getroffen wurden, die sind uns verloren gegangen, weil wir eine harmonische Welt uns vorgestellt haben. Teilweise gab es ja auch Hinweise, dass das gar nicht so falsch ist. Aber diese Welt, sie besteht so nicht mehr. Und das ist ja genau mein Punkt, dass wir anfangen müssen, anders zu denken. Und wenn regenerative Energien bezahlbar sind und uns zur Energieunabhängigkeit führen, wir weniger politisch erpressbar sind, dann ist das gut. Aber so weit sind wir noch nicht. Und dann schließt sich der Kreis zu der Diskussion, die wir gerade vorhin angefangen haben. Wir haben noch eine letzte Wortmeldung. Ich glaube, die war hinten, oder ist sie schon wieder zurückgegangen? Genau, da vorne war noch eine. Kurz davor sage ich noch zwei Sachen dazu. Also erstens, das mit den Legislaturperioden würde ich sehr unterstreichen, weil dann die politische Elite anfangen müsste, während der zweiten Legislatur nicht die Kollegen abzusägen, sondern hervorzuheben. Aber das historische Beispiel, was immer gegengehalten wird, ist Helmut Kohl. Der wäre dann zum Zeiten der Wiedervereinigung nicht an der Macht gewesen. Und dann sagen Historiker, da hätten wir wahrscheinlich die Wiedervereinigung nicht bekommen, weil es just er war, der die durchgesetzt hat. Man weiß es nicht. Oskar Lafontaine oder Schröder hätten dann versucht. Und das Zweite ist, das Bundesverfassungsgericht zitiert die Wissenschaft, also im Budgetansatz, da sind wir ich sehe den Klimaschutzbeschluss im Ergebnis etwas positiver als du. Aber ich glaube, die Kritik im Budgetansatz teilen wir beide. Aber in dem, was Sie zitiert haben, sagt das Bundesverfassungsgericht, wir müssen jetzt davon ausgehen, weil wir keine Naturwissenschaftler sind. Wenn wir bessere Erkenntnisse haben, dann pflegen wir das in die Rechtsprechung ein. Da gibt es genau diese methodischen Grenzen der rechtsprechenden Gewalt, die da dargestellt werden. Und ich glaube, nur so können wir momentan argumentieren. Aber jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Ja, danke schön. Ich hätte nur noch mal eine verfassungsrechtliche Frage vielleicht zum Abschluss. Sie haben ja auch den Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts mehrmals erwähnt und auch die Urteile jetzt aus den Niederlanden gegen Royal Dutch Shell und so weiter. Und in dem Zusammenhang die Befürchtung geäußert, dass jetzt sich Gerichte vielleicht auch in politischen und gesellschaftlichen Fragen jetzt nicht so zurückhalten, wie das eigentlich vielleicht aus Gewaltenteilungsgrundsätzen geboten wäre. Wie kann man denn jetzt Ihrer Meinung nach da differenzieren, also was ist noch zulässige Verfassungsauslegung und was ist jetzt schon dieser Judicial Activism, der vielleicht unter Gewaltenteilungsgrundsätzen jetzt eher problematisch zu sehen ist? Also kann man das überhaupt differenzieren oder wie kann man das möglicherweise auch verhindern? Dankeschön. Ja, also man kann es differenzieren und man muss differenzieren. Es gibt natürlich immer Grenzfälle, ne, wo es verfassungsrechtlich gesehen fast eine Geschmacksfrage ist, ob man schon sagt, da hat sich das Bundesverfassungsgericht zu weit aus dem Fenster gelehnt oder nicht. Solche Diskussionen haben wir jahrzehntelang immer mal wieder geführt. Das geht aber über den Judicial Activism, der jetzt praktiziert oder propagiert wird. Praktiziert will ich noch gar nicht sagen. Also ich habe schon da großes Vertrauen in die Solidität unserer Gerichte. Aber propagiert wird ein Mehr, nämlich dass beim Klimaschutz sozusagen alle Gewalten tun müssen, was sie können. Dahinter steht, Not kennt kein Gebot. Sie kennen ja diese Bewegung, dass man versucht hat, kommunal den Klimanotstand auszurufen. Das Grundgesetz kennt aber keinen Notstand, der irgendwie die Grundrechte oder Gewaltenteilungsstrukturen außer Kraft setzen würde. Diesen Notstand kennt das Grundgesetz nicht, noch nicht mal im Kriegsfall. Im Kriegsfall wird das alles reduziert, aber die Grundrechte werden nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, die Notstandsrhetorik, die Karl-Schmidt'sche Rhetorik ist, damit will man immer ein Stück weit die geltende Verfassungsordnung außer Kraft setzen, dem müssen wir entgegentreten. Also vor allen Dingen als Juristen und als Richterinnen und Richter müssen wir dem entgegentreten. Denn die Rechtsanwendung, die Strukturen der Gewaltenteilung achtet, wird sich auf längere Sicht
auch deshalb als die bessere erweisen, weil sie lernfähiger ist. Das muss man auch sehen. Gerichte können ja, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben, das ohne, dass sie einen entsprechenden Fall bekommen, gar nicht mehr korrigieren. Während das Parlament ein Selbstbefassungsrecht hat, die können aufgreifen, was sie wollen. Also das heißt, wenn man anfängt, mit Exekutivrecht oder mit Richterrecht etwas zu versteinern, ist das auch, was die Lernfähigkeit einer Gesellschaft angeht, unklug. Insofern ist Gewaltenteilung von Montesquieu ersonnen, noch vor dem Zeitalter der Aufklärung ersonnen. Das ist auch eine Klugheitsregel und nicht nur ein Verfassungsgebot, was natürlich auch ist. Aber die Diskussion findet juristisch im Einzelfall statt. Es gibt aber auch schon, das muss man deutlich sagen, es gibt jüngere Professorinnen und Professoren, die sind so durchdrungen von der Aufgabe, das Weltklima zu retten, dass sie dogmatisch, wie ich finde, nicht mehr sicher im Saal sitzen. Also da gibt es schon Bewegungen in der Jurisprudenz. Es gibt zum Beispiel bei uns im öffentlichen Recht auch eine Bewegung, der sagt, wir gehen immer davon aus, wenn der Staat ein freiheitseinschränkendes Gesetz erlässt, braucht er dafür eine Rechtfertigung, eine Begründung. Das ist das kleine Einmaleins der Grundrechtsprüfung. Es gibt aber Öffentlichrechtler, die sagen, wir müssen das umkehren. Wenn der Einzelne seine Freiheit ausübt, braucht er dafür eine Begründung. Das wird vertreten. Das ist für mich ein Angriff auf die grundrechtliche Werteordnung. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen grandiosen Vortrag und die wunderbare Diskussion. Wir waren beim Klimaschutz gestartet. Wir haben dann auch über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen, über die Sicherheit, über die Demokratie und über die Geostrategie. Und immer wieder kam der Begriff der agonalen Situation vor, also einer elementaren Bedrohung. Lassen Sie mich optimistisch schließen. Ich glaube, dass die Situation dazu führt, dass wir eine höhere Rationalität bekommen werden und offenere Diskussionen. Herzlichen Dank.